So, da bin ich auch schon wieder. Willkommen zurück. Und wir starten sofort mit Monster Hunter World Iceborne durch. Das heißt, Pause, rüber und dann legen wir los. Jetzt haben wir lang genug, was anderes gemacht. Demnächst gibt's PNP, also jetzt schon mal Glaziola des Tages, okay. Oh, trauriges Glaziola. Oh, sehr süß, dankeschön. So, prima. Dann haben wir das. Gebe ich euch noch ganz schnell den Code durch und dann, wie gesagt, legen wir los. Ich merke jetzt erst, dass du ein Bloodborne-Shirt trägst. Oh ja, genau, das hat Bomber gerade eben schon gesehen. Bloodborne-Shirt. Das ist ein sehr cooles Shirt tatsächlich. Nein. Da. Okay. Jeder, der die ID jetzt schon eingeben will, darf sie eingeben. Ansonsten steht sie gleich im Bot. Und dann bekommt ihr sie. Na, gucken wir mal. Wir können ja heute auf jeden Fall mal wieder die Beutezüge abschließen. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch hinbekommen. Ja, okay. Der Herr streamt das ja morgen. Ja, das hat er auch schon erzählt. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. So. Ausrufezeichen ID und dann bekommt ihr eure Möglichkeit, in die Halle zu joinen. Da gucken wir mal, wer alles kommt und was wir dann machen. Vogelwürmer jagen, 8 Sterne Rang oder höher. Okay, das sind ja sowieso alle Meisterrang-Quests. Ich muss dann denken, die Beutezüge anzunehmen. Ja, das wäre wichtig. Eine Reißzahnwürmer erledigen. Okay. Und ein Namiel töten. Interessant. Ah, Kabel. Jetzt. So. Interessante Sachen. Gut, ich meine, die Vogelwürfe geht natürlich schnell. Vogel- und Reißzahnwürfe. Wir haben kein Gebiet, das wir angehen müssen. Das ist schon mal ganz angenehm. Können wir das überall machen. Namiel gibt's, glaube ich, nicht in irgendwelchen Combo-Quests, nicht wahr? Also auch in einer. Na ja, gut, okay. Wir könnten die Dings-Quests machen. Wie heißt sie nochmal? Schock. Schockierte Lage oder ich weiß gar nicht mehr. Wie heißt sie denn? Wo man die Upgrade-Tickets bekommen hat. War da Namiel dabei? Ich glaube schon, ja doch. Zinnoberbus Nami, genau. Hat es vorhin auch erst mitbekommen, weil der Herr hat mir zu mir gestern im Voice-Chat gesagt, dass er vielleicht Shadow of Colossus spielen wird. Hat sich anscheinend verändert, die Meinung. Sind beides gute Spiele. So, ich schenke mir nochmal kurz was ein. Ich habe vergessen, mir Wasser einzuschenken. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir dann machen. Wobei, die Beutezüge... Ich meine, die Beutezüge sind immer gut zu machen, ne? Aber wäre jetzt nichts, was unbedingt gemacht werden muss. Ist beides gut, also klage ich nicht. Ja, sehe ich auch so. So, willkommen. Willkommen an euch. Ein schockierender Höhepunkt. Ja, das klingt ganz danach. Das klingt gut nach der Quest. Könnten wir machen. Dann würden wir halt den Nami und die Reißzahnwürmer erledigen. Ne? Ist jetzt nicht die angenehmste Quest. Wir machen eine andere. Ein paar Goldkronen-Quests vielleicht, wäre auch möglich, ja. Hier haben wir auf jeden Fall auch Reißzahnwirbern und... Nee, da haben wir aber keine Vogelwirbern. Gibt's hier überhaupt Vogelwirbern dabei? Scheinbar nicht. Ich liebe diese Farbe bei der Kulver Armor. Hat scheinbar gar keine Vogelwürmer hier, was ich interessant finde. Die sind ja bloß bei den anderen, ne? Wird dann schwierig von den Vogelwürmern die Dings zu bekommen, ne? Yangaroka Coin Poké, habe ich die übersehen?
Da ist Korallenpuke, stimmt, genau. Wo ist Yangaruga? Da! Richtig. Entschuldigung. Irgendwie komplett übersehen. Machen wir Walzer im Wald. Ich glaube, den haben wir noch nicht gemacht. Soweit ich weiß. Machen wir den mal. Beim alten Wald Kulu. Kulu? Nee, Kulu ist nicht dabei. Ah ja, das können wir machen, richtig. Danach habe ich eigentlich auch schon gehalten. Die kleinen gibt's dann zwar nicht, aber die gibt's dann. Oh, die mal. Also halt eben die Meisterrang-Version. Ja. Götzen sich an diesem Design, Dragon. Ich bin gleich dabei. Oh, das ist echt cool. Schöne Farbe für die Kalfteroth. Definitiv. Sehr, sehr schön gewählt. Sehr edel. So ein Türkisgold. Schönes Design. Auf jeden Fall. So. Dann gucken wir doch mal. Wir müssen nochmal den Maxi-Trank mitnehmen. Da haben wir alles. Das sieht dann soweit auch ganz gut aus. Ich will mal gucken, wie viele Tickets habe ich denn? Weil danach machen wir dann vielleicht schnellere Sachen. 5 VIP-Tickets haben wir. Okay, das heißt, wir hätten dann die Sachen alle voll. Das wäre schon interessant. Dann würden mir theoretisch bloß die Deko-Rüstung fehlen. Das wäre okay. Die können wir uns irgendwann anders holen. Dann müssen wir heute nicht unbedingt nach den VIP-Tickets extrem farmen. Ich finde es schade, dass die Brust nicht ganz türkis wird. Ja, der obere Brustbereich, ne, dass der immer Gold bleibt, das ist immer ein bisschen schade. So. Machen wir das mal alles. Kaufen uns das gleich mal, bevor wir es irgendwo anders ausgeben, aus Versehen. Dann passt das. Fibay, willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. So, essen muss ich noch. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie die Biester erledigt bekommen. Mal sehen. Sind ja jetzt nicht die einfachsten. Schauen wir mal. Okay. Marcel, du bist nicht dabei, oder wie? Oder doch? Ich weiß es nicht. Wie lange spielst du noch? Bis 22. Bis 22 Uhr. Vielleicht ein bisschen später. Also sagen wir mal 22:15 oder so. Da ich nicht alle Anhänger mache, sondern nur einen von den VIPs, fehlt mir nur noch ein Ticket. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Wobei ich tatsächlich sagen muss, also die bei den vorherigen Festen fand ich die VIP-Anhänger nicht so interessant. Doch, haben nur noch geschrieben. Okay, ja, gut. Alles gut, alles gut. Aber bei den vorherigen Festen fand ich die Anhänger nicht so interessant. Teilweise fand ich sie sogar hässlicher, die anderen als die normalen. Aber jetzt gibt's da eigentlich echt schöne dabei. Also ich sag mal so, oh, what? Was ist denn jetzt wieder los? Ugh. Ich habe auf dich ärgerlich. Gewartet. Wenn mich mein Internet lässt. Ja, nee, war scheinbar mein Internet. Warum auch immer. Ich kann ja suchen, ne? Das geht doch, oder? Und Jakob, willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen. Das sollte ja gehen, ne? Ja, ich bin DC. Scheinbar zumindest. Ich weiß bloß nicht, gibt es dann die Halle noch oder nicht? Vielleicht sind wir auch alle das DC. Keine Ahnung. Mach doch später mit. Muss erstmal wieder zu meiner Mutter fahren. Okay. Kannst du dann gerne machen. Ah, halt. Ja, wir drei sind noch drin. Okay. Alles gut. Oh, was ist denn hier so ein... Da ist ein Kreuz. Jetzt die 7. EJFP. DWZE. Och, das muss... großartig. Hab ich jetzt so natürlich nicht realisiert. Okay.
Dann weiß ich das jetzt auch. So, gucken wir mal. Finden wir irgendwas? Ich freue mich auf die Meisterrang-Kampfstoff-Rüstung. Ich mag beide Designs. Die sehen sehr cool aus, ja. Absolut. Ist so bescheuert, dass es so ist? Ja, auf jeden Fall. Jetzt werden Monster verprügelt, genau. So sieht's aus. Ah ja, das Kafdorf und das Namiel-Design, die werden beide richtig, richtig cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Hab mir auch letztens das Animal Crossing geholt. Ah, okay. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ist ein unglaublich cooles Spiel, aber halt eben auch zeitfressend ohne Ende. Jetzt hab ich DC. Oh, toll. Hallo, hallo. Nehmen wir die Quest nochmal schnell an. Und guten Abend, Trigios. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Probieren wir das eben nochmal. So. Ja, so. Komm gleich wieder rein. Okay, alles gut. Nach Tarahase hat schon 400 Views. Wow, okay. Sehr, sehr krass. Ja gut, na, man muss sagen, auch wenn Glaciola unglaublich niedlich ist, aber ich glaube ja, dass Nachtara und Psyana doch beliebter sind. Na? Schwierig. 2 Raging Brachy gemacht, 2 Reaktoren bisher. Wow, okay. Gut, aber die Leute haben ja gesagt, dass man da sehr viele bekommt, ne? Also sehr, sehr krass. Okay. Ich bin schon beim Service Center angekommen. Bin aber eher dabei, Tiere zu fangen für das Museum. Ja, genau, das ist ja auch wichtig. Das ist ja alles wichtig. Oh, cool, cool. Wie gesagt, viel Spaß dabei. Hier gibt es ja auch immer wieder viel zu Animal Crossing. Ich farme und farme und bekomme keine. Ah, das ist ärgerlich. Ich habe 3 Ekelgeier in meinem Raum. Okay, ich meine, jeder, worauf er steht, ne? Ekelgeier wären jetzt nicht meine erste Wahl, aber sicherlich ganz nett. Ach, du hast es erst heute Mittag rausgebracht. Oh, okay. Wow. Das ist heftig, wie schnell das geht. Okay. Dann scheinen die Leute wirklich sehr auf dein Nachtara zu stehen. Sehr, sehr krass. Ah, okay. Matt, du bist jetzt auch dabei. Interessant. Dann sind wir wieder die typischen 5, ne? Hm. 5 ist natürlich immer eine schwierige Zahl. Erst gerade gesehen, dass es neu ist. Hallöchen, Katarix. Willkommen zum Stream. Schön, dass du dabei bist. Ne, 6? Oh, Trigios ist auch da. Entschuldigung, Trigios. Dich habe ich gar nicht gesehen. Ah ja, aber gar nicht, klar, gar nicht dran gedacht. Logisch. soll ich vielleicht auch erst den Sound-Upgrade von Natara machen? Ja, ich denke, es wäre vielleicht interessant, das dann gleich mit Sound zu machen, ne? Statt dann das nächste zu machen. Gut. Also doch wieder Safi. Ja, wäre die Frage, ob jeder... Nach der Quest esse ich erstmal. Ah, okay, gut, dann wäre Safi vielleicht problematisch. Da müssen wir so gucken. Okay, okay. Weil dann zu 5 wäre schwierig. So. Ich habe viele Flauschhühner durch die Event-Quest. Ja, okay. Damit Garuga fertig ist, ich weiß nicht, wie lange Garuga zum Essen braucht. Ein Burger lässt sich nicht gut nebenbei essen. Nee, definitiv nicht. Da sollte man... Ich mag's auch nicht, irgendwas zu essen, während man irgendwas gerade macht. Deswegen, lass dir da Zeit. Und hoffentlich kein Stream-Sniper, ja. Ja, können wir gucken. Je nachdem, wie lang... Oder wie... wie das dann eben passt von der Zeit her. Aber kriegen wir, denke ich, hin. Wenn dann jeder dabei ist. Mit den... Also mit dem Safi dann. Wie gesagt, dann vielleicht so
2045 oder sowas, schätze ich mal. Keine Ahnung. Na, nee. Länger wahrscheinlich, ne? Ich will dich da auch nicht hetzen. Wenn wir Safi machen, möchte ich mit Trigus ein Bomber im Team, okay. was kommt da? Oh, hi, Naga. Großartig. Vielleicht kriege ich ja noch die Brachi-Rüstung in der Zeit gefarmt. Wenn ich lange brauche, da Gun Lens unangenehm ist gegen Brachi. Ja, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ist das natürlich auch die Frage, wie lange Garugan ist, aber passt ja alles. So. Dir fehlt ein Panzer. Ah, das ist fies. Ja, gut, damit sollte man ja auftreiben können. Ich denke, das geht ja schon. So. Nein. Okay. Dann schon der Schreit. Aber er, naja, schnoddert bloß ein bisschen Feuer raus. That is one big Naga. Ja, das ist richtig. Das ist der... Der Anja-Nuff ist ein bisschen klein, würde ich sagen. Ja, wobei, schwierig. Aber der Naga ist schon ziemlich groß. Der ist mächtig. 13 Flauschhöhlen in meinem Raum. Ziemlich flauschige Wohnung. Sehr schön. Oh, Hilfe. Da haben wir einfach mal den Naga gesprengt. Nicht unbedingt das Ziel, das wir erwischen wollten, aber egal. Kann ich den eigentlich auch mal reiten oder eher nicht so? Oh, weh. Die giften sich aber irgendwie auch gerade eben alle gegenseitig an, ne? So. Vielleicht werde ich später mittig sein beim Jagen. Level 99. Können wir Ruinen-Gigante machen, meinen ersten. Könnten wir auch, wenn es vom Timing her passt. Aber wie gesagt, wenn wir dann halt eben Safi machen, dann werden wir halt eben. Dann werden wir halt eben Safi machen. Da bleibt dann wahrscheinlich nicht unbedingt viel Zeit. Aber gucken wir mal. Je nachdem, wie es läuft. Ich will heute auch nicht unbedingt überziehen. Das ist halt das. Ich muss morgen halt wieder früh raus. Deswegen heute kein Stream bis 23 Uhr. Tut mir leid. Deswegen mal sehen, wie es läuft. Aber ich sehe fast, wenn wir dann den Safi machen werden, sehe ich dann fast nicht unbedingt, dass wir dann noch irgendwas machen werden. Weil sagen wir mal, wir fangen den Safi um 21 Uhr an, dann wird es 22 Uhr sein, bis er fertig sein wird. Bin auch erst Level 96. Naja, aber Safi Jiva kannst du ja eh schon machen. Das ist ja das. Ach so, das ist, falls du beim Jagen Jägerrang 99 wirst, ich verstehe. Ja, wenn das, ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Ja klar, ich meine, wenn das mal dann soweit ist, ne, dann sehr gerne, gar kein Problem. Hab ich kein Problem damit. Wenn es reinpasst, dann machen wir den Ruinenergie sehr gerne. Ist ein cooles Biest. Au. Ich bin bisher auch nicht wirklich gut durchgerollt durch die Wirbel. Okay, gut. Kein Doppelwirbel. Das war schon mal das Wichtigste. Hab 8 Flauschhöhlen in meinem Bad. Und sonst noch irgendwo 5 andere. Okay. Ihr habt definitiv sehr viele Flauschhühner alle. Und ich komme damit meinen 2 oder 3 an. Safi mag ich jetzt auch schon lieber. Safi ist ein cooles Biest. Aber ich es halt immer sehr anstrengend finde, dass es halt doch sehr viel Zeit kostet, den Safi zu machen. Da ist immer ein bisschen das Problem dran. Aber generell cooles Biest. Okay. Wollen wir nochmal versuchen, an seine Flügel zu klammern. Als ob das nicht getroffen hat. Was zur Hölle. Okay, ich glaube, er humpelt. Schwierig zu sagen. Oder er läuft einfach nur komisch. Ich denke, da können wir die beiden auf jeden Fall gleich erledigen. Och, den Rattalos hier zu bekommen wird widerlich. Rattalos im uralten Wald ist nie eine schöne Sache. Ja, gucken wir mal. Wenn der Naga jetzt stehen bleibt. Ich kümmere mich mal um den Anja-Nuff, ne?
Damit der sich nicht die ganze Zeit regeneriert. Das 14 Flauschhühner, holy. Weil der sollte ja eigentlich auch schon ziemlich angeschlagen sein. Okay, der haut einfach ab. Auch nicht verkehrt. Ist ja auch Rathalos, das ist vollkommen richtig. Es steht eigentlich in seiner Berufsbeschreibung, dass er ätzend ist. Es gibt eine Event-Quest zurzeit, wo die fast immer spawnen. Ich glaube schon so spawnen die öfter zurzeit. Keine Ahnung, kann sein. Weiß ich nicht. So, genau das will ich halt eben verhindern, dass er sich hier wieder voll süffelt. Nagakura ist eh gefangen, genau, dann passt das. Dann war das ja die richtige Entscheidung. Weil es müssen nicht vier Leute dastehen und eine Falle beim Naga legen. so, ist die Quest mit dem Flauschhuhnkopf. Das wäre fast am sinnvollsten, ne? Wenn es dort dann halt eben auch Flauschhühner gibt. Komm schon. Sitzen die dann auf den Mantamotten oder wo wäre das dann? Ach, dammit. Hätte da nicht geschrien, hätte ich ihn schön anklammern können. Weil die können auf den Flugviechern spawnen. Genau, genau. Da habe ich ja, glaube ich, auch meinen ersten her, ne? Soweit ich das weiß. Ah! Aber nicht von der Quest, aber von woanders. Oh, what? Wie weit geht das Feuer? Ich werde nochmal nachgerollt, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Feuer mich nicht trifft. Was zur Hölle? Ärgerlich. Fallen mit denen runter, okay. Ja, da muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Oder halt eben aufpassen, was da dann alles runterkommt. Und mir wäre es zumindest so nicht aufgefallen, aber gut. Ich habe die Quest halt auch bloß einmal gemacht, ne? Ich meine, für VIP-Tickets wäre das natürlich auch eine relativ schnelle Quest. Wobei da wahrscheinlich die andere doch nochmal schneller wäre, ne? Die mit dem Gemüse. Ich freue mich schon auf Alatrion. Alatrion wird sicherlich sehr, sehr cool. Ah! Ach, komm schon! Was zur Hölle? So, müsste ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ist so schwierig, mit der Rüstung halt auf solche Quests loszugehen. Eigentlich hätte ich da die normale Rüstung nehmen sollen. Na gut, ist ja schon zu spät. Oh, what? Nicht getroffen, schade. Also für die Tickets benutze ich die Fischquest. Komme ich gleichzeitig auch noch die Schuppen. Okay, ja, aber die Fische... Ich weiß, also wenn man sie zu viert macht, dann geht das. Aber alleine kann das ja schon eine Weile dauern, ne? Beziehungsweise die Flossen, ja. Ja, alleine kann das ja schon eine Weile dauern, bis du die Tickets bekommst, oder? Oder die Fische. Ich zumindest hatte da eine bisschen schwere Zeit. Geht easy unter 3 Minuten, okay. Ja gut, ich meine, ich habe halt am Anfang auch die nicht gewusst, dass es die Fische dort gibt. Wenn man dann wirklich weiß, dass sie da sind, dann farmt man ja einfach dort, bis man die Fische bekommt, ne? Ja, gut. Müssen wir mal gucken. Vielleicht holen wir uns dann noch ein paar Tickets, so in 2 Wochen dann theoretisch. Wenn ich dann noch was haben will. Mal sehen. Mal sehen. So. Weil dort, wo wir geangelt haben, direkt im zentralen Lager, gibt es die. Okay, okay. Ah ja. Ja, das dachte ich mir. Also dort habe ich ja meine auch her. Und ich habe auch die nirgendwo anders gefunden. Im zentralen Lager dann auch nicht. Aber da hatte ich vielleicht auch einfach das Pech. Ansonsten ist das ja gut zu wissen. Hey, Rathalos. Wie nett, dass er hier runterkommt. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Gut, ich meine, das letzte Mal, als wir die Erdgang nochmal gemacht haben, da ging die auch verdammt schnell, ne? Da haben wir ja theoretisch auch die eigentlich instant hinbekommen, weil die Fische ja alle gespawnt sind. Und Zentrallage ist direkt diese Minisee. Ja, genau, genau. Aber da hatte ich, glaube ich, bloß irgendwie so ein Thunfisch oder sowas drin. Zumindest da, wo ich geangelt habe. Und dann war da halt gar nichts mehr. da waren wir auch 4. Ja, ja, klar. Beiß meine Mutter. Bis gleich. Okay, bis gleich. So, eine gute Fahrt.
Gummitu, naja. Riesenbiester. Kann ich dein... Wieso ist es so schwierig, den Kopf vom Rathalos zu treffen? Das ist unfassbar. Oh, das war eine Explosion. Wunderbar. Und der Ritt. Prima. Schöne Kombination. Ah, nein. Nicht mit mir. Okay, haben wir gleich doppelt verarscht. Gehen wir nochmal darüber. Er holt sich auch seine Falle direkt. Sehr gut. Prima. Die würden bestimmt widerwärtig schmecken. Ja, bei dem, was sie alles so futtern, ne, glaube ich auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so gut schmecken würden. Ja. Okay, wo ist der Schweifhieb? Nichts Schlimmes. Ah, das ist schlimmer. Das ist definitiv schlimmer. So, ich muss dringend wieder wetzen. Ihr kommt klar. Ja, ich hoffe es. Geh weg von mir. Nein, warum denn? Oh mein Gott. War das jetzt wirklich notwendig, Rathalos? Ah. Man kann da Rüstkugeln rausbekommen. Ekelhaft. Gut, von Rüstkugeln wusste ich jetzt gar nicht. Oh, Heigaruga. Oh je. Oh Gott, und Raiang ist auch schon gespawnt. Gar nicht gut. Hi. Interessant, dass der Garuga die Musik vom Rathalos ersetzt. Ich meine, klar, so gesehen trifft man den Garuga später in der Story. Aber eigentlich ist halt immer die Frage, ne? Von früher war ja eigentlich der Rathalos stärker, aber jetzt ist, glaube ich, ja wirklich der Garuga stärker. Ich hab gerade eben... Ich kam gerade gar nicht mehr klar. DJ Skiller, vielen, vielen Dank für die 10 Euro. Sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön. Ich bin aber gerade überhaupt nicht klargekommen, was jetzt passiert. Ich dachte, wer zur Hölle schreit mich jetzt an? so. Was was Cooles haben zur letzten Generations, nicht Ultimate gezockt. Okay. So. Ah ja, haben zur letzten Ultimate gezockt. Ja, ich muss das Code rausziehen, weil ich es ansonsten schwer lesen kann. Tut mir leid. Ah, nein. Hilfe. Ich wollte eigentlich bloß das beenden. Das ist so kompliziert, das zu machen. Okay, jetzt sollte es wieder gehen. Gut. Ich bin wieder da. So. Aber DJ Skiller, vielen, vielen Dank. Okay, in Gen, das letzte Mal. Das ist natürlich schon eine ganze Weile her, ne? Aber freut mich, dass du entweder wieder hergefunden hast oder die ganze Zeit schon dabei warst. Freut mich aber sehr. Und wie gesagt, unglaublich großes Dankeschön für die 10 Euro. Sehr, sehr freundlich von dir. Danke. Aha. Und wenn sich mal wieder was ergibt, wo wir zusammen spielen können, dann immer gerne, ne? Wenn du mal was hast, was, okay. Wenn du mal was hast, wo wir beide eben spielen können. Oder wo du eben dabei sein kannst, so ist das ja. Okay. Wie gut, dass er da zusammengezuckt ist. Hey, nice. Sehr gut. Hauen wir ihn ein bisschen. Wo ist eigentlich der Rathalos hin, frage ich mich. Der ist irgendwie auch komplett weg. Ist eigentlich jemand hinter dem Rathalos her und fängt ihn? Oder ist er jetzt aber frei? Ist ein freier Rathalos. Tu das, was Rathalos eben so tun. Ich habe bisher kein einziges Monster irgendwo gegen die Wand gehauen. So. Ah, nein. Oh, das hat so viel Schaden gemacht. Das hat so viel Schaden gemacht. Oh, okay, ich wollte gerade sagen, darf ich mich bitte heilen? Ist gut, dass ich mich in der Cutscene heilen darf. So. Gut, ich denke, was Garuga damit sagen will, wenn ich das gerade eben so richtig verstehe im Chat. Was Garuga damit sagen will, ist halt eben,
dass er Garuga sehr feiert, weswegen er sich so genannt hat. Und deswegen natürlich nicht ganz so toll findet, wenn ihr ihm da irgendwelche blöden Namen gebt. Ist jetzt nicht persönlich bezogen, aber ihr würdet dann natürlich auch etwas verschnupft reagieren, wenn euer Lieblingsmonster dann irgendwie bescheuertes Monster genannt wird. Das ist halt eben das. Oder euer großer Held in irgendeinem Videospiel. So muss man das, denke ich, eher sehen. Das ist das. Meine Güte, Rathalos. Mach keine Panik hier. Ich bin doch nur in deinem Gesicht. Alles gut. Versucht einfach dran zu denken, wie ihr euch fühlen würdet, wenn euer Lieblingsmonster halt eben so genannt werden würde. So. Warum ist der Rathalos eigentlich hier? So, was ist mal wieder Ausdauer? Ach, Ausdauer ist für Anfänger. Niemand braucht Ausdauer. Das ist echt schlimm. Ja, ich sollte eigentlich Ausdauer tanken, aber gut. So, sehr schön. Aber ich frage mich, warum war der Rathalos noch hier? Er hätte doch eigentlich ins Nest gehört, oder? Hätte doch eigentlich pennen sollen. Ja, noch nicht ganz, GG. Das Schlimmste kommt noch. Das ist das große Problem. Das Schlimmste kommt tatsächlich noch. Und das ist haarig, es ist angepisst und, naja, man merkt definitiv sehr schnell, wenn es im Gebiet ist. So. Ach, dammit, jetzt ist Garuga schon despawned. Ärgerlich. Was hat mich... Ach so, die haben mich gesehen. Fucking Big Daddy Ryan. Wait, what? Wait, what war's? So, nee, warte, Wettstein. Wir trinken, aber wenigstens unser Vogel ist sicher. Bei uns spielt es ja keine Rolle. Hauptsache, dem Flauschung geht's gut. Ja, ne, ich weiß ja natürlich nicht, in welche Beziehung du zum Rayang stehst. Ach je. Jeder, wie er es meint. So, hi. Das hätte mich sogar, glaube ich, nicht mal getroffen, ne? Also irgendwie bloß der Endschlag, aber zumindest nicht der Hauptschaden. Hup. Okay, das hat getroffen. Ah. Ich werde gern von ihm verkloppt und will andere Leute sehen, die verkloppt werden. Jeder steht auf was anderes. So. Das war nice. Das war sehr, sehr stark, ihn da aufzuhalten. Brauche jetzt gerade bloß mal ein paar Buffs und dann kann ich hier auch angreifen. Sehr gut. Können wir vielleicht gleich mal reiten. Das wäre mega. Wenn ich hinterher komme. Das ist halt immer... Glefe gegen Rayang ist halt nie die effektivste Methode. Aber... Ja. Was anderes traue ich mich fast schon nicht. Langschwert würde gehen. Das war sehr schön. Langschwert würde definitiv gehen. Jetzt wäre ein Ritt ganz cool. Jetzt wäre ein Ritt definitiv ganz cool. Gleitermantel. Go. Und dann bitte einfach nicht wegsappen lassen. Wow, oder? Wir hauen ihn einfach so um. Auch stark. Definitiv auch stark. Das sollte ihn eigentlich auch aus seinem Randalenmodus bringen, oder? Nein? Was zur Hölle? Oh Gott! Lass Matt in Ruhe. Ah! Nee, zumindest zum Glück kein Super Saiyajin. Ja, du bist drauf. Perfekt. Sehr, sehr gut. Ach, dammit.
Wo willst du denn hin? Hör auf, an die ganz andere Seite der Karte zu gehen. Was? Und warum stehst du in Palmen? Ich glaube, du hast ihn gefailt. Gleich dreifach. Für mich gibt es nur ein einzig wahres Monster. Mein Gott, ein Savior Gogmasio. Okay. Gogmasio war schon cool. Muss ich sagen. Mir war der Kampf immer ein bisschen zu langsam. Das war immer mein Problem mit Gogmasio. Da zum Beispiel finde ich Saffi sehr viel interessanter, weil halt Saffi dich irgendwie aktiv angreift. Weil er halt nicht auch sich so übertrieben groß ist. Ja, Gogmasio war halt schon sehr. Ja, mein Gog and Savior, Gogmasio, oh Gott. Ja, sehr gut. Oh Gott, der arme Affe. Den hat's weggehauen. Wieso hauen wir jetzt eigentlich alle ins Gesicht? Das ist kein Raging Brachy. Das war, glaube ich, nicht die sinnvollste Idee. Oh, hallo. Nein. Kannst du aufhören die ganze Zeit? Du bist kein Flugaffe. Oh, sieht er anders scheinbar. Sieht er definitiv anders. Okay. Er hat seinen Schweif verloren. Und auch sein Leben. Perfekt. Gok hatte ich immerhin angegriffen, nicht wie damals Lao Shanlong. Naja, Lao Shanlong wollte halt irgendwo hin. Das Problem ist halt eben, Gok war da halt. Wenn Gok dich nicht angegriffen hätte, dann wäre halt gar nichts passiert. Lao Shan wollte ja durch die Mauer. Das war ja das. Und da habe ich halt eben so immer so ein bisschen ein Problem. Weil Gok fühlt sich an wie ein Verteidigungsmonster, ist aber ein Kampfmonster. Lao Shan wollte vor Fatalis fliehen. Wer nicht, ne? Wer würde das nicht wollen? Nice. Sehr, sehr schön. Da ist er. Ich war mir gerade nicht sicher, wo der Affe gestorben ist. Sehr, sehr gut. Schöne Quest. Sehr schöne Quest. So beschreibt es die Lore. Echt jetzt? Wusste ich gar nicht. Interessant. Hätte der Lao Shan mal gewusst, dass der Fatalis bloß ein Schloss Schrade ist, dann hätte er auch vorher anhalten können. Aber wollte der Fatalis den fressen? Oder? Ich kenne die Lore nicht unbedingt, deswegen keine Ahnung. Wusste ich wirklich nicht, dass es so ist. Weil ich weiß es halt eben nicht, was der Fatalis da machen wollte. Interessant. So, kein VIP-Ticket. Dafür aber eine Naga-Höhle. Die nehme ich doch definitiv sehr gerne. Das war knapp. Das wollte ich so eigentlich nicht, aber okay. So, nehmen wir das ganze Zeug mit. Sehr, sehr gut. Sehr schöne Materialien, die wir hier bekommen. Wunderbar. Was wir brauchen, ist natürlich eine andere Frage. Aber gut, wir machen ja hier und da auch immer ein paar neue Sachen. Gut, die sind beide definitiv nicht wichtig. So, Meisterrang 158. Okay, Naga Goldkrone und Rayan Goldkrone. Also Silberkrone. Beide sehr gut. Sehr schön. Gefällt mir. Wenn es eine Goldkrone, ne, pro Quest ist, dann ist es ja definitiv angenehm. Vor allem, solange ich ja noch viele Möglichkeiten auf Goldkronen habe. Haben wir übrigens mal die Lore zur Ancient Civilization durchgelesen. Und dieses Ding, was sie in diesem verbotenen Akt erschaffen haben, will ich jetzt als Final Boss in einem MH, das später rauskommen sollte. Okay. Klingt sehr interessant. Ich kenne ein bisschen was von dieser Geschichte, aber nicht wirklich viel. Okay. Hochinteressant. Vielleicht gibt's ja mal einen Monster Hunter über die Ancient Civilization, ne? Wäre natürlich auch interessant. Und das dann halt eben als Endboss. Mal sehen. Man weiß ja nicht, was mit Monster Hunter so in Zukunft passiert.
könnten noch sehr interessante Sachen passieren. So, große Frage, was machen wir denn jetzt? So. Wir haben auf jeden Fall mal ein paar Beutezüge abgeschlossen. Das ist schon mal sehr schön. Guten Morgen wünsche ich. Ja, jetzt muss man bloß überlegen, was wir... Hä? Ist der Ryan keine Reißzahnbewohner? Nee, der ist eine Reißzahnbestie. Dammit. Ja gut, okay, wir brauchen eh nochmal eine weitere Quest. Da könnten wir die Namiel-Quest machen. Naja, keine Ahnung. Hat sich Lore beschreibt bei Fatalis, dass er nichts tun wollte, sondern nur eine Aura besitzt. Der allen Monstern sagt, don't you dare come here or else you will die. Oha, okay. Das klingt auch sehr interessant. Das heißt, Fatalis ist gar nicht so böse, wie er eigentlich immer beschrieben wird. 3 Event-Quests, holy. Haha. Gute Frage. Wie machen wir jetzt weiter? Hey, Dude. Wir können halt theoretisch auch bloß einen Namiel erledigen, weil die beiden... Ist halt nicht wirklich sinnvoll, ne? Können wir ja mal den machen. Genau, weil da gibt's ja dann Dekorationen, nicht wahr? So. Ich esse es auch erstmal. Okay, dann guten Appetit euch. Gegenüber Monster nicht, aber gegen Menschen schon, wegen des verbotenen Akt. Okay, okay. Ah ja. Na gut, mal gucken. Wie gesagt, mal gucken, was da eventuell noch so dabei rauskommt. Aber es ist sehr interessant. Wusste ich jetzt tatsächlich auch so nicht, dass es so lief. Wäre es wirklich vielleicht mal interessant, mehr über diese Zivilisation zu erfahren. So, wie gesagt, dann könnten wir den machen. Und dann... ja, gucken wir mal. Aber vielleicht noch irgendwie ein Nami oder sowas. Mal sehen. Also das ist auf jeden Fall jetzt kein schlechtes Monster. Da wir dann ein paar Dekos bekommen. Wieder da. Dann willkommen. Willkommen. Falls wir dann doch noch Safi machen... sollten, werde ich, denke ich, mal noch mitmachen. Wenn, noch steht hier noch, also wenn nicht, stehe ich hier aber dekorativ in der Halle rum. Ja, könnten wir eventuell schon machen. Also sieht ja vom Timing her noch ganz gut aus. Mit der viel Spaß noch. Okay, Junkerkin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön. Ja, wie gesagt, guck mal. Wer ist jetzt eigentlich alles gerade noch verfügbar? Das ist, gut, Träges, du bist wahrscheinlich noch auf dem Weg zum, auf der Jagd, ne? Marcel, machst du mit oder isst du auch was oder wie? Guten Abend, Devius, willkommen. Ich beschreibe den verbotenen Akt mal kurz. Ancient Civilization hat tausende von tausend Ältesten umgebracht, um ein Wesen aus Lebewesen und aus Technologie zu erschaffen. Das Vieh heißt The Equal Dragon Weapon. Gratulation. Okay, okay, alles gut. Richtig, gerade noch in Verbindung ein. Passt, passt, passt. Das ist aber hochinteressant und ziemlich widerlich. Das ist dann so ein bisschen, was sie da erschaffen haben, so ein bisschen so ein Walhazak oder so irgendwas. Klingt nicht ganz so toll. Ein Cyborg-Monster, ja. Aber scheinbar mit toten Ältesten als Grundmaterial.
Und dann irgendwie noch ein bisschen zusammengedoktert. Was zur Hölle? Okay. Gruseliges Biest. Muss man sich, wie gesagt, vielleicht wirklich mal einlesen. Sowas ist halt verboten. Ah, kann ich mir voll und ganz vorstellen. Man darf nicht tausende von Lebewesen umbringen, um Neues zu erschaffen. Ich glaube, das ist generell immer nicht ganz so cool, sowas zu machen. Ich denke schon. Gerade fertig. Ah, perfekt. Perfektes Timing. Vielleicht Frankensteins Monster oder Frankenstein Monster Hunter, ja. So ein bisschen. Kleines bisschen so ja schon. Planänderung kann doch noch 10 Minuten. Dann willkommen zurück. Viel Spaß bei den 10 Minuten. Komm sofort, laden und so weiter. Ja, ja, alles gut. Passt schon. Passt schon. Einfach mal hier ein Bild, okay. Jetzt dazu Bilder. Wo kann man das lesen alles? Wow, was zur Hölle. Du bist unglaublich gruselig. Equal Dragon Weapon. Holy. Das Biest sieht ja mal richtig abstrakt aus. Aber sehr cool. Wäre sicherlich ein cooler Boss. Vor allem eben, weil er interessante Waffen haben könnte, ne? Wenn er halt eben mit der Technologie gemacht wurde. Das ist schon verdammt gruselig. Ich denke schon, dass da noch verdammt viel möglich wäre. Halt aus organischem und aus Technologie, ja. Oh nein, du hast mal keinen Reaktor gekriegt. Oh, das ist aber schade. Die Basis liegt dafür. Steht, dass eins gefunden wurde, ja. Und wo eins gefunden wurde, da ist es natürlich dann auch schnell im Spiel, ne? Macht dann schnell mal jemand was draus. Wäre sicherlich cool. Eine coole Storyline für irgendeinen Monster Hunter. Mal sehen. Wie gesagt, große Neuigkeiten zu dem nächsten. Zu dem nächsten Monster Hunter gibt es ja an sich auch noch nicht. Gib mal Reaktoren ab, ich krieg gar keine. Naja, ich habe bisher auch ein bisschen Probleme mit den Reaktoren. So. Ein Witz. Es ist lang grün und stellt viele Fragen. Günther Lauch, oh Gott. Sind wir an so einem Niveau angekommen? ich trete gerade bei. Hab eine schöne Katze, by the way. Okay. Flatsch. Toll. Ich will aber, dass Capcom ein Game raushaut, wo die Geschichte der Ancient Civilization, dem Great Dragon War, erzählt wird. Wäre sicherlich cool. Das Niveau ist gerade zur Tür hinaus. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich hab's gerade vorbeilaufen sehen. Das ist für heute fertig. Bin froh, hab Rating Brachy und Furious Rayang, Alpha und Beta Rüstung und deren Charge Blades. Musste ich mal unbedingt machen. Ja, das ist stark. Das ist dann immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich bin mit denen fertig. Ja, ich müsste mir eventuell auch noch. Ich muss mir generell hier und da viele Rüstungen machen und auch Waffen. Es war in letzter Zeit ja doch auch wieder, dass wir viele neue Sachen aber bloß schnell gemacht haben. Statt da wirklich hinten dran zu sein. Ich denke, wir gehen mal los, ne? Wenn jemand kommt, dann kann er ja dazu kommen, schätze ich mal. Dann machen wir hier mal was. Wenn er nicht fatal ist bekämpft, also meine Katze ihn sieht, oder seine Macht demonstriert, sie zu der Lore passt. Mal sehen. Mal sehen. Wäre schon cool, aber hätte ich schon Lust drauf. Nächste Woche geht das Farm ja weiter.
Ach ja, stimmt, 24. ne? Da kommt ja schon Calf to Roth. Ach Gott, richtig. Hatte ich ganz vergessen, dass es ja jetzt schon ist. Holy. 23. ja. Noch früher. Immer noch. Yeah, ja. Irgendwas mit 20. hatte ich noch im Kopf, deswegen. Es wäre dann Montag, Dienstag, Mittwoch kommt er dann schon. Okay. Es steht sogar in-game, als ob ich mir die Sachen in-game durchlese. Zum Glück fürs Erste fertig. Die Gunlance hat den falschen Schusstyp. Als dass der mich interessiert. Okay. Donnerstag? Ja, Donnerstag. Ja, Donnerstag. Nee, doch. Ich bin verwirrt. Es ist spät, ich bin verwirrt. Okay, dann ist Donnerstag. Interessant. Muss ich mal gucken, wann ich den angehe. Na, ja. Schwierig, wann gehe ich die an? Ach, ist eigentlich jetzt zu verplant schon alles. Muss ich mal gucken, wann ich die mal probieren werde. Alatrion ist nicht neu. Nee, Alatrion ist nicht neu. Der hat schon mal Ärger gemacht. Das ist zwar nicht ganz richtig. Warum sitze ich nicht einfach auf? Wir haben ja die Möglichkeiten. So. So. Ich freue mich auf PC bauen. Dann gucken wir dir die Raiyang Police und Dodogama Spezialeinheit. Genau, ist genau andersrum. Ah ja, die waren beide super. Vor allem, da der Raiyang ja jetzt seine Geräusche auch bekommt. Das ist großartig. 23. Kulve, 1. Mai hat er in der Mail. Genau, so hatte ich es auch im Kopf. Dann im Mai das Neue. Ach so, deswegen. Alatrion ist nicht neu. Ja, neu im Sinne von neues, großes Monster. Also neu in World. In dem Sinne neu. So. So. Okay, gucken wir mal, was wir hier anrichten können. Entschuldigung, dass ich so spät komme. Ich habe mich noch verirrt. Okay, nice. Legt er sich erstmal hin, hauen wir hier ein bisschen drauf. Können wir nochmal... Zumindest wenn er uns nicht komplett weghaut. Ich würde lachen, wenn Dodo Police eine Serie wird. Dann wirst du wahrscheinlich lange nicht lachen, weil das wird ganz sicherlich keine Serie werden. Wäre aber sicherlich ein sehr witziger Serientitel. Okay. So. Okay, bin weg. Viel Spaß noch. Okay, dann dieses Mal dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Und man braucht einfach einen Beweis dafür, dass er den Titel God of All Monsters trägt. Fatalis. Ja, das wäre mal wichtig, weil bisher, ja, hat er das halt nicht wirklich beweisen können. Was ja schade ist. Hopp. Nicht mit mir. Achso, okay, guck mal. So wird das Reiten natürlich relativ einfach. So, haut drauf. Du bist da rausgekommen? Hilfe. Lass ich mir heilen. Zeilen. Sein Kampf spricht anders. Ja, leider. Ich bin weg aus seinem Gesicht. Genau. Genau deswegen. So. Okay, ja. Ja, das hatte ich irgendwie... Also, ich hatte es ja irgendwie schon im Blick. Aber irgendwie habe ich das gar nicht mehr realisiert, dass es ja wirklich schon nächste Woche ist. Dann hätte ich nächste Woche vielleicht anders planen müssen. Naja, wie gesagt... Kriegen wir schon irgendwie hin. Dass ich mir zumindest die Carfree auch mal anschaue. Ich glaube eh nicht. Wird halt eben schwierig, ne? Also große Frage. Ob man die alleine bekämpft bekommt oder eben nicht. Wahrscheinlich wird dann die Zeit ausgehen, weil es zu viel Leben hat. Mal gucken. Was zur Hölle macht der Fulgo-Anjanaf da? Warum ist er aber kurz vor dem Zinoge hergelatscht? Na, okay. Ich hatte doch...
Hatte mir doch schon gedacht, dass sie einen Revierkampf haben. Oh Gott! Hilfe! Nicht nur einen kleinen Revierkampf haben die. So. Ich freue mich auf Alatrion. Und wie sein Titel halt ist, Blazing Black Dragon. Ja, Alatrion ist mega cool. Alatrion wird sehr, sehr cool hier in World. Soll eine 4. Slayer-Quest sein, keine Slay-Siege-Quest wie Safi. Genau, genau. Also soll ja theoretisch auch für... Ich schätze mal, es wird dann auch für einen Singleplayer angepasst. Also die Schwierigkeit. Aber genau, ist ja kein Siege mehr. Egal, ob jetzt Slay-Siege oder halt eben vertreiben wie damals Kulve. Gucken wir mal. Ist natürlich, wie gesagt, die Frage... Ach, so kurz, ich wusste es. Aber was hätte ich tun sollen? Ach. Was hätte ich tun sollen? Ärgerlich. Naja, gut. Ja, ich weiß, mich vorher heilen, aber... Ich dachte eh nicht, dass es so dringend notwendig wäre. Vor allem, da ich den Mantel noch hatte. So. Latrun ist der beste Kampf von den drei Black Dragons. Welche dritte Black Dragon? Das ist Alatrion, Fatalis und... Kukmasio? Ist das ein Black Dragon? Oder keine Ahnung. So. Erstmal, 164 TR. Vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Schreckensmiral. Ist das ein Black Dragon? Das sieht nicht aus wie ein Schreckensmiral. Sieht nicht aus wie ein Black Dragon. Was haben die jetzt denn bitte gemeinsam? Ja, ist es, okay. Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. ey, Hallöchen. Hab erstmal eine Frage zum Element Explosion. Hilft dieses Element beim Brechen von Teilen? Soweit ich weiß, ja. Ich kann mich da auch täuschen. Also ich glaube, dass es hilft. Aber wie gesagt, ich kenne mich da in den Sachen auch nicht so sehr aus wie manche Leute. Aber vielleicht kann dir da jemand anders im Chat helfen. Okay. Wie gesagt, habe ich wirklich nicht gewusst. Es riecht nur mehr Schaden an, glaube ich. Okay. Aber ich dachte, die Explosion an sich ist theoretisch dann auch... da um Teile zu brechen. Hallo, weißer Fatalis ist so gesehen auch ein Black Dragon. Weil er ein Fatalis ist. Ist der schwarz? Nein. Trägt er noch den Titel. Naja, weil es eine Fatalis Unterart ist. So gesehen. Gut, okay, wenn man dann halt eben sagt, dass Dire Miralis eine Fatalis Unterart ist, dann ja. Aber warum ist dann Alatrion ein Black Dragon? So gesehen. Weil dann wären die drei Black Dragons ja theoretisch schwarzer, roter und weißer Fatalis. Wenn du es jetzt so sagst. Ich meine, die Ähnlichkeit zu Dire Miralis und Dings sehe ich. Zu Dire Miralis und hier. Und Fatalis. Aber Alatrion dann? Das wäre einfach bloß ein Titel, der im. Die man furchtbaren Monstern gibt. Ah. So. Mal zwei schicke Fulgo-Käfer, wunderbar. Dann ist es so gut wie erledigt. Wie gesagt, keine Ahnung, was, wie das. Wie das zusammenhängt. Twitch sagt, du bist angekommen. Zeit aufzugehen. Verdammt, wenn Twitch das so sagt, wir haben ja gesagt, dass wir dann aufgehen müssen. Tut mir leid, dann müssen wir leider offline gehen. Das ist zu kompliziert. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist einfach so. Okay. Okay. Dann sagen wir einfach, alles, was Fatalis ähnlich ist, ist ein Black Dragon. Damit auch Dire Miralis. Dann noch zusätzlich Alatrion. Damit komme ich klar. Weil so gesehen, klar. Also, die Ähnlichkeit ist ja wirklich da. Das ist ja. Dire Miralis ist ja theoretisch bloß ein. Ja, gut.
wenn man es so betrachtet, wo ist der große Unterschied zwischen Daimiralis und rotem Fatalis? Außer, dass Daimiralis zwei Vulkane auf dem Rücken hat. Dadurch ist er dann natürlich irgendwo auch ein Black Dragon. Das ist schon richtig. Also ich gebe dir recht. So. Dragon, hast du noch Hyrin-Kulve-Waffen oder verkauft? Ich hab sie alle noch. Ich hab's mal kurzzeitig habe ich mir überlegt, ob ich sie verkaufen will. Aber dann dachte ich mir, bringt ja eben nichts. Oder dann habe ich es halt eben auch nicht getan und ich habe auch insgeheim immer so ein bisschen gewartet auf eine Kalfdruoth Meisterrang-Erweiterung. Ja, wegen der Ähnlichkeit soll es nicht sein. Ist zu kompliziert. Okay, okay. Dann lassen wir's. Hey, VIP-Ticket. Nice. Ich habe das Gefühl, bei den schnellen kleinen Quests gibt es eher VIP-Tickets als bei den großen. Aber kann natürlich auch bloß Zufall sein. Ah, so. Flatterer haben wir deswegen, weil man mit den schnellen kleinen Quests schneller fertig ist als mit den großen. So, was bekommen wir denn hier Schönes? So. Aufhetzer Gesundheitsboost. Oh, Aufhetzer. Ich frage mich ja, wo man Schreckensmiralis in Eisborn bekämpfen soll. Gar nirgends. Du kannst nicht unter Wasser gehen, also gar nirgends. Schreckensmiralis wird nicht in Eisborn sein. kräftigen kritischen Blick. Nehmen wir alles von mir aus mit Affinitätsschliftern. Luftherrschaft und Unverwundbarkeit. Das klingt ganz cool. Giftangriff. Ausdauerhieb, kritischer Blick. Und windsicher und Erholung hoch. Vier Eischadenjuwel. Stark. Das ist sehr cool. Okay. Bis Level 97. Ja, nice. Dann kommt schon bald der gefährliche Ruin der Gigante. So. Okay. Wie sieht's aus? Bomber, Garuga, werdet ihr fertig mit dem Essen? Oder, braucht ihr noch? Du willst Lore lesen zur Ancient Civilization? Ja, so Lore, oh je. Oh je, oh je. Ist wahrscheinlich ein verdammt, ja, oh, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte, muss ich sagen. Okay, interessant. Wo ist das her? Also ist es einfach bloß aus den Fingern gesogen oder gibt es da wirklich ein Buch oder so irgendwas, wie in Warcraft zum Beispiel, ne? Ah ja, guck mal da. Hunter Encyclopedia, Monster Hunter 2. Ach, aus den einzelnen Spielen, das ist natürlich interessant. Ja, natürlich aus Frontier, ne? Da könnte ich wieder kotzen, wenn ich sehe, dass da Frontier-Sachen dabei sind. Ah, okay, aus allen möglichen Spielen. Ja, gut. Kein Schimmer. Du nicht, okay. Meister Kulve wird ja Meister 24 sein. Latina Miel ab Meister 100. Echt jetzt? Okay. Das ist interessant. Echt? Kalfdruoth schon ab 24? Wobei, damals AT Kalfdruoth war auch ab High Rank 16. Was komplett bescheuert war. Geht ohne mich. Ja, wie viel sind wir denn jetzt? Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt sind wir halt eben 5. Das ist das Problem. Zu 5 wird das ein bisschen unschön. Dann machen wir vielleicht heute kein Safi. Gerade sind wir 5 dann ohne Grogu. Ja. Hallöchen, Bummknallt. Willkommen zum Steam. Schön, dass du dabei bist. Weil wenn wir dann zu 5 anfangen und später zu 6, dann wird es immer noch länger. Und wir sind jetzt halt eben auch schon ein bisschen drüber. Und auch wenn wir heute wirklich hart Animal Crossing überzogen haben, wie gesagt, kann ich leider nicht unbedingt so viel länger überziehen. Oder will ich eben nicht. Das ist halt eben das. Deswegen mache ich dann, denke ich, heute keinen. Findest du meine Katze? Das ist wahrscheinlich deine Katze. Oh Gott. Was zur Hölle, die. Schickes Kleidchen, aber, so. Hat man auf dem japanischen Twitter gesehen. Da standen die Zahlen fürs Datum und Meisterrangangabe. Ah, okay. Nice. Ja, dann lassen wir Safi dieses Mal.
Mal ein bisschen was anderes. Ich guck mal kurz, ob ich einen Tempered Nummy hier hab. Und wir gehen noch in Lightlande. Ist das eine Katze? Kann man sich nicht ganz sicher sein. Lightlande wäre eventuell auch interessant. Oder, wenn ich jetzt rausgefunden habe, dass nächste Woche Khal Drakhar kommt, was bräuchte ich denn von den Khal Drakhar, um die zu erledigen? Das wäre, glaube ich, auch interessant, ne? Sie hat Donnerschwäche mit Panzer, Eisschwäche ohne Panzer. Geh mal zur Info, da steht es. Ja, gut, okay. Ich vertraue euch da. Ich vertraue euch da natürlich definitiv. Eindeutig Eis- und Donnerwaffen. Genau, genau. Dann bräuchte ich definitiv noch eine starke Donnerwaffe. Stelle ich mich dekorativ in die Halle, ja. Tut mir leid, aber dann machen wir es so. Haben ein paar gehärtete Monster noch. Ja, ich muss mal gucken, was wir dann machen. Oder was interessant wäre zu machen. Was habe ich überhaupt für Donnerwaffen? Erste Frage. Vor allem Glaiven. Es tut mir immer leid, dass ich Glaiven immer spiele, aber na, ihr wisst. Also ich hoffe, ihr wisst, dass es halt eben das Sinnvollste ist, was ich so spielen kann. Ich habe das Kadachi Daito. Das Botenblitzbrecher habe ich. Okay. Das gefällt mir schon mal, wobei es ein Langschwert ist, aber passt. Tu ich mal bei den Glaiven. Willst du, denke ich mal, Glaive? Ich denke, also entweder Glaive oder Langschwert. Ich habe hier auf jeden Fall das Botenblitzbrecher. Soll ich mir ein Dings machen? Eigentlich wäre ja die Rayang-Waffe sinnvoll, oder? Bei dem Lucky hast du null sinnvolle Blitzwaffen. Wie wäre es mit Donner-Saffi-Insektenglaive und Eis-Saffi-Insektenglaive? Maybe wütender Rayang. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das wäre ja irgendwo am sinnvollsten. Ne? Also der tut ja sicherlich arg weh. Da könnte ich mir sogar beide machen. Wobei die Frage ist, wie kann man den Despoten-Blitzbrecher eigenaugmentieren? Nee, kann man nicht. Okay. Weil wir haben ja zum Beispiel die Beoglefe genommen, weil man die ja auch noch eigen augmentieren konnte und sie dann ja sinnvoller ist als die anderen. Aber hier wird wahrscheinlich dann, weil ich schätze mal nicht, dass dann die Kadachi-Wut besser wird als die anderen Waffen. Wenn man die dann halt eben so macht. Schätze ich zumindest mal. Ich habe den größten Spaß der Welt. Gehärteter Tigrex. Hat Furious nicht mehr Raw als Element im Vergleich zum normalen Rayang? Oder war es andersrum? Wir gucken mal. Normale Rayang für allgemein mehr Angriff. Wütende Rayang ist in allem anderen besser. Okay. Ah ja, genau. Der geht, glaube ich, ein bisschen runter mit dem Element. Dafür haut er halt eben einfach mit dem Raw extrem drauf. Höllenzinoge habe ich halt auch noch keine Waffen, ne? Das ist hier, die hat 1023 und 120 Donner. Die hat halt bloß 950, dafür 270 Donner. Gott, die Waffe ist so stark. Natürlich mache ich mir die. Warum habe ich mir die nicht schon längst gemacht? Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ich die machen soll? Höllenzinoge finde ich stark und die Waffen auch. Höllenzinoge ist unglaublich cool. Ich weiß auch nicht, weswegen ich mir die Waffen bis heute nicht gemacht habe, weil ich doof bin, deswegen. Und instant lila Schärfe, ja. Selbst ohne das Verbessern, einfach lila Schärfe. Das ist halt so krass. Und da komme ich halt nicht mal auf Dings hoch. Nicht mal auf lila. Das ist schon sehr cool. Ja, und das ist ja ohne die, also uns fehlt da ja, glaube ich, noch eine Stufe Handwerk noch. Beratungsresistent, ja, so ein bisschen. Machen wir uns die. Ich sehe es gerade, 5 Rayang-Herzen, really? Hatte ich nicht mal einen Rayang mit 2 Herzen? War das nicht so ein Doppelherz-Rayang, den wir mal hatten? Ich bin mir gar nicht sicher. Versuchst du gerade in den... Das sah so aus, als würdest du mich versuchen, mit dem Hammer zu erschlagen. So, was bräuchte denn Rayang? Wait. Ich habe mir jetzt das Langschwert gemacht. Oh, er ist okay. Nach der Glefe könnte ich aber natürlich auch nochmal gucken, ne? Dann hätte ich beides, falls ich mit dem einen nicht klarkomme. Habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen, da ich da nach dem Langschwert geguckt habe. Ist trotzdem stark. Ich sollte mir beide machen können. Oh, ich kann mir nicht beide machen, ich bin doof. Hübsches Magma im Bild, ja.
Hübsches geschmolzenes Bild. Ich hatte mal einen Raiang mit zwei Herzen im Stream gehabt, okay. Raiang Huntinghorn. Ah, eher nicht. Also kann ich mir gerne machen, aber nicht für die Solo Kalf-Tiroth, die ich probieren werde. Unheimliche Goldschlitzer sind seine Krallen oder seine Hörner? Er ist aber auch verdammt stark. 300 Donner, wow. Ha. Machen wir einen wütenden Raiang? Well, wütender Raiang it is. Ja, es ist halt die Frage, soll ich dann doch mit dem Langschwert kämpfen? Ich meine, das Langschwert zu haben ist kein Fehler. Kalf-Tiroth. Die geht auch mit Langschwert, ne? Wie gesagt, soll ich dann vielleicht beim Langschwert bleiben? Bevor wir jetzt halt eben versuchen, die andere Waffe... Eine Flausche in meinem Raum packen, aber es geht nicht. Oha, hier brauchen wir sehr viel. Uff. Ah, ist jetzt fies. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Will ich mit Langschwert gegen sie kämpfen? Beide brechen. Oh, okay. Interessant. Ja, komm, dann machen wir den. Machen wir den Raiang. Machen wir den Raiang. Dann hätten wir beides. Dann müssen wir halt eben gucken, wie das läuft. Muss ich jetzt bloß meine Waffe wiederfinden? Ich habe gesagt, ich muss meine Waffe... Ey. Da. Okay. Dachte wegen Schlickser. Klingt so nach Klauenkrall. Deswegen war ich mir auch nicht ganz sicher. Ein kleines Kraushund ist auch süß. Oder Goldbartzieher, die ist episch. Aber Goldbartzieher, die ist ganz cool. Das ist richtig. Hey, du. So. Nee, ist ein Nee, doch, ist ein Nebenquest. Richtig, ist kein Eventquest. Ah je. Geht das wieder los? Ach, damit. So, wie setzt Radfratz Schlitzer ein ohne Hörner? Nee, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst ja sowohl jemanden aufschlitzen mit Krallen als auch mit scharfen Hörnern. Und nur weil er ja die Attacke Schlitzer benutzt, heißt es ja nicht, dass... dass der Raiang eben nicht auch Schlitzer als Hörner haben kann. So. Ja. Machen wir mal. Kann ich auf Verteidigung gehen? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Guck mal. Gucken wir mal, wie das läuft. So. Vor allem eben mit den beiden Hörnern. Mal sehen. Wollen wir jetzt doch noch Safi noch gleich, weil Garuk ist das anscheinend fertig. Ja, aber jetzt ist halt schon ziemlich spät. Nee, wir machen das. Weil, wie gesagt, Safi wird auf jeden Fall eine Stunde dauern. Und das wäre mir dann schon ein bisschen zu spät. So, ich habe mich jetzt doch umentschieden. Ich werde einfach jetzt schon mal mit Bloodborne anfangen. Keine Lust zu warten. Wünsche euch allen hier noch viel Spaß. Okay, dann Bomber. Wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit Bloodborne. Gib dein Bestes. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und ja, dir dann auch noch unglaublich viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Abend. Also alle Hörner sind Schlitzer, aber nicht alle Schlitzer sind Hörner. Kevin verwirrend. Mir ist sie in geistige Gesundheit. nicht alle Hörner sind Schlitzer. Es gibt ja auch mehr stumpfe Hörner, sag ich mal. Nur die Raiang-Hörner sind Schlitzer. Das ist, es muss weder bedeuten, dass du Schlitzer... Also Schlitzer können sowohl Krallen als auch Hörner sein.
Oder das ist halt einfach bloß eine dumme Bezeichnung von ihm. Du gehst gerade ihm ja von einer Attacke, also von einer, von einer Sache aus, die gemacht wird, wie zum Beispiel Radfratz mit Schlitzer, und von einem Gegenstand oder einem Objekt, von einem Monster, das so benannt wurde. Das wurde halt einfach bloß so benannt, weil sie halt eben gefährlich aussehen und wahrscheinlich scharf sind. Ob du damit jemand aufschlitzen könntest, ist natürlich die Frage. Nettes Gunland-Set gemacht. Oh, okay. Was mit Diablos? Was ist mit Diablos? Diablos sind eher Spieße. Oh, jetzt habe ich die Rüstung. Das war genau das, was ich eigentlich hätte ändern sollen. Naja, okay, gut. Gucken wir mal, wie wir gegen den Rajang mit der Rüstung klarkommen. Huh. Erster Schlag. First Blood. Ah. Jetzt sind wir wieder fünf Leuten. Genau deswegen haben wir es auch einfach gelassen. Weil es ansonsten eh schwer genug wird. Wenn wir jetzt 7 Leute wären, hätten wir gesagt, oder hätte ich gesagt, machen wir, aber zu 5 wird es dann eh blöd. Okay. Ah, oh Gott. Ah. Kann man die Rüstung unterwegs nochmal ändern? Weil das bräuchte ich gerade eben. Bei Jungle Raging brauche ich da so ein paar nette Fähigkeiten für uns halt, ja. Das wäre, glaube ich, gerade eben relativ wichtig. Falls das nochmal geht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber schon, oder? Ja, geht perfekt. Dann machen wir das mal schnell. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nur Dekus gehen nicht, ja. Okay. Aber nur... Ja, nee, nicht nur Sets. Das ist auch normal. Okay, das ist deutlich angenehmer. Ich habe den Gilly-Mantel jetzt dabei, aber egal. Müssen wir jetzt halt eben vorerst ohne Mantel kämpfen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal besser. Als einfach bloß mit dem Rosenzeug zu kämpfen. Oh. Sollte gehen, oder? Bam. Sehr gut. Ist das sein Kopf? Ich weiß es nicht. Er hat doch bloß seinen Arm. Schwierig zu sagen. Bam! Sehr gut. Extra eine PS4 kaufen für dieses Spiel. Lohnt sich nicht. Lohnt sich das da nicht. Oh, es gibt noch viele andere gute Spiele auf der PS4. Und Itemverbot. Okay. Machen wir. Wie gut, dass ich die bessere Rüstung habe. Oh Gott. Guten Tag. Guten Tag, du. So, weiß sollten seine Beine sein. Ja, hallo. Ich habe genau denselben Fehler gemacht wie damals im Let's Play. Oh, und ich hasse es. Es ist so ätzend. Ja, jetzt kann ich halt gar nichts machen. Och, und der folgt mir halt auch noch. Was zur Hölle? Ach. Dankeschön. Huch. Oh. Das wäre sehr cool, wenn die jetzt gleich loslegen würden. Ja, nice. Okay, sehr interessant. Dann hauen wir hier drauf. Tut mir leid, aber das war gerade eben eine blöde Situation. Ich versuche mal zu treffen, was geht hier vorne, ne? Ich weiß aber nicht, wie oft ich den Kopf wirklich treffe hier gerade. Irgendwie glaube ich gar nicht, ist die Antwort. Kannst du aufhören, ständig am... Furchtbar, Rajang, furchtbar. Ja, was ständig an der Wand liegt, ne? Oh. Okay, nice. Ah, schon mal eingebrochenes Teil. Meine Güte. Gut, ich meine, da sieht man wieder die Macht von Stickies, ne? Das ist halt schon sehr heftig. Okay, ich würde gerne meinen Kinsekt wieder in seinen Kopf werfen. Bist du am Leben? Oh Gott! Hilfe! Das wollte ich so gar nicht. Wow.
ihm an den Kopf zu treffen, ist aber auch schon dementsprechend schwierig, ne? Wenn ich mal aufhören könnte mit diesen dummen Wind-Dingern. Ah, hallo. Guten Tag. Jetzt. Sehr gut. Ich muss bloß die Buffs gerade mal zurückbringen, aber es hat schon ganz gut funktioniert gerade eben. Können wir jetzt theoretisch nochmal draufhauen. Dritten haben wir gerade eben. Die Mantel müssen wir wegpacken. Au, was zur Hölle? Wie schnell ging das denn? Okay. Mal ranklammern. Lebensrettermantel. Achso, ja gut, Lebensrettermantel. Okay, Schlaf. Schlaf ist sehr gut. Schlaf ist so sehr gerne gesehen. Ja, okay. Da konnte ich leider auch nichts dagegen tun. Tut mir leid. Das sah zuerst so aus, als hätte er dich gar nicht getroffen, ne? Oh Mann, Rayang. Sehr schön. Wie er einfach hinflatscht. Ach, großartig. So. Wie zur Hölle hat das seine Hörner nicht zerstört? Also sein Horn. Betrug, wenn ich das. Oh, bitte. Nein. Oh, okay. War gefährlich. War sehr gefährlich. Ja, 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 ja. Komm klar. Oh, gelähmt. Nice. Komm hier auch mal ein bisschen von der Seite. Ich glaube, ihr seht einiges gerade mit seinem Gesicht. Nein. Okay. Oh, wow. Wie schnell war der Blitzangriff denn bitte? Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Tut mir leid. damit kam ich nicht klar. so. Okay, ich hoffe, wir werden jetzt nicht instant geröstet durch ihn. Ich komme wieder und Dragon wird gelasert. Naja, bei so einem Rayang halt eben leider nicht unüblich. Au. Wie schnell der Blitzangriff war, der war blitzschnell. Ja, au. Nein. Holy. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Dummer Affe. Verschwinde. Fällt mir ganz und gar nicht, was hier passiert. Ganz und gar nicht. Okay, haut ab. Ach. Furchtbares Biest. F-U-Affe. Oh, Mann. Ah, er ist gerade eben dort. Das ist sehr gut. Weil ich würde ganz gerne meinen Lebensrettermantel noch mitnehmen. Das wäre in der Tat ganz wichtig. Das war nicht das, was ich machen wollte, aber okay. Nein. Ja. Perfekt. Respect you, Affe. Ja. Definitiv. Rest in peace, Affe. Rennt er weg genau in dem Moment, wo ich einen Gesundheitsbooster setze. Der wusste das. Er hat sich gedacht, na, nee, das machen wir nicht. Der kann mit seinen Materialien gute Sachen craften. Das ist das größte Problem dran. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Au. Feldspitzen. Oh, die machen sogar doppelt Eis. Was zur Hölle? Warum? Warum müssen die jetzt doppelt Eis machen, diese Eiszapfen? Was ist mit dem Rayang los? Der dreht ja komplett ab. Nein, nein, nein. Na, ich stehe voll drin. Ja. So schwierig da, ihm zur Seite zu gehen. Vor allem mit dem kurzen Augenblick, wo man es noch sieht.
Oh nein! Oh, bitte nicht. Okay, danke. Mantel, sehr gut. Und Heilung. Oh. Gefährliches Ding. Ist mir nicht sehr recht, was hier passiert. Oh, nice. Ach nee, jetzt kommt das da. Ich hasse das. Ich glaube, der und der Raging kommt schnell als Tempered-Version. Ja, ich hoffe nicht. Das ist eine Sache, die ich definitiv nicht hoffe. Muss ich jetzt mal so sagen. Okay, das war sein zweites Horn. Sehr cool. Jetzt könnt ihr auch einfach drauf gehen. Ah Gott. Selbst ich werde hier von den Explosionen weggehauen. Oh. Mantel sei Dank. Huch, nochmal ein Teil. Was haben wir jetzt gebrochen? Seine Klauen oder was? Gott, wie aggressiv der Wolf dran geht, ne? Oh, ist er jetzt schon aggro geworden? Schade. Ja. Okay, ich wollte es gerade eben noch machen, bevor er aggro wird, aber war dann leider schon zu spät. Das war auch verdammt knapp. Nein! Lass doch mich in Ruhe! Warum mich denn? Sei nicht so penetrant! Nein? Ich hab mal lieber. Wer weiß, was da so kommen kann. Oh nein! Oh nein! Nein! Mm-mm. Gar nicht gut. Na, großartig. Na, äußerst großartig. Hi, Bombe. Okay, das war schöner Schaden. Sehr gut. Wenn ich dich mal irgendwie erwischen könnte, danke. Ist mir jetzt egal, dass ich Orange bekomme oder nicht. Brauch mal ein bisschen Schaden ins Gesicht. Oh. Oh. Okay. Hätte ich beinahe noch erwischt. Brr. Schluss damit. Hau dir auf den Hintern. Das ist alles so überaus gefährlich hier. So überaus gefährlich. Ja, komm. Wo ist denn dann Orange? Brauch's nicht unbedingt, aber es wäre schon ganz nett. Ich mag den Angriff nicht, aber gut, dass ich gerade Orange eingesammelt hatte. Okay. Du humpelst? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte er denn? Oh, hi, Nergi. Irgendwie Nergi irgendwie zu ihm? Ich glaube, er kommt zu Nergi selber. Oh, hallo. Der Attentäteraffe wurde wohl auf Dragon angesetzt. Leben 10 Bananenstauden und Tod 30. So scheint es mir wohl. Oh nein. Au, au. Ja, ich will deinen Mundgeruch nicht abbekommen. Dankeschön. Ist keine Sache, die ich unbedingt brauche. Vielen Dank. Nett von ihnen. So, jetzt halt die Fresse und stirb. Bitte. Warum kommt der Nergi eigentlich nicht? Das ist auch ein bisschen uncool. Weil hier unten halt eben in diesen dummen Eishöhlen ist. Das ist das größte Problem. Und ja, ich weiß, ich habe ihn da runtergebracht, aber einfach bloß, weil ich ansonsten raufgegangen wäre. Wird zum Glück ja belohnt, ja. Ich hoffe es. Ich würde mal sagen, mit dem Nergi wäre erledigt, ne? Das war ein furchtbar gefährlicher Angriff.
Vielleicht genau das, was wir gebraucht haben. Oh Gott! Ich wusste nicht, dass ich den Affen treffe. Okay. Oh, er ist wieder normal. Komm schon, bevor wir ihn jetzt instant wieder aggro machen, machen wir das hier nochmal. Bam! Yes! Okay, jetzt sind, glaube ich, auch beide seine Arme gebrochen. Und die Vulks halt eben. Es ist so großartig. Die gleich hüpp. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er jetzt nicht rumkommt. Kann ich mir schwer vorstellen. So viel Leben hat er nicht. Oh Gott. So, mal eine Falle legen. Aber just for fun. Ich habe eine Schockfalle, ich weiß aber nicht genau, was es bringt. Bevor wir hier vielleicht doch nur drauf gehen. Affenmann Zorn, ist er zu stark, bist du zu schwach? Ja. Geht er jetzt in Schockfallen rein? Ich leg mal einfach eine. Wir werden sehen. Ich glaube, er kann jetzt nicht in Schockfallen. Ach, er kann jetzt in Fallgruben, na, so war das. Jetzt humpelt er weg. Jetzt hüpft er weg. Nee, tut er gar nicht. Geht bloß auf jemand anders. Ich habe keine... Doch, da sind meine Lebenspulver. Ja. Ich meine, wir können auch ihn rumkiten, bis er normal wird. Um die Falle, dann geht's genauso. Ah. Oh, das hätte mich so gekillt. Toll, ganz toll. Ganz, ganz großartig. Ja, okay. Wobei, der hat wenigstens kurz gestoppt, ne? Aber ja, es ist tatsächlich so. Au. Dezent viel Schaden. Ja, ich weiß, du bist angepisst. Ich weiß, dass ich da weg muss. Hey, das ist eine Ehre. Ja, na also. Ja, ich hatte leider keine Fallgrube dabei. GG. Nice. Gefährliche Quest. Aber hat funktioniert. Großes GG. Und das ohne den Schaden vom Naga, ne? Das ist natürlich auch klasse. Hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Oh. Ein Hoch auf Absicherung. Ach so, haben wir es echt gebraucht? Unheimliche Goldschlitze, oder? Nee. Was brauchen wir? Doch. Davon haben wir noch zwei. Ach so, wir brauchen drei, ne? Okay, scheinen auf jeden Fall viele gegeben zu haben. Falls es das ist, was wir brauchen. Puls wie nach einem Marathon, ja. Okay, dann haben wir da wieder drei weitere. Reicht zwar nicht für ein weiteres Herz bekommen. Oh, Glückwunsch. Reicht zwar nicht für ein weiteres, aber... Wir brauchen den eigentlich auch. Ey, und Donnerangriff hoch. Das ist cool. Oh, den Donnerangriff kann man definitiv gebrauchen. Und stell dir vor, so oft, bis du die Rüstung dafür zusammen hast. Na, ich hab den schon ein paar Mal erledigt. Das war bloß gerade eben aber eine furchtbare Quest, sag ich mal. Von mir. Aber ich hab den schon einige Male erledigt. Also ich denke fast, dass ich mir die Rüstung schon machen könnte. Kein Herz, ja, war ein herzloser Rajang. Herzloses Biest. Kein Herz für Rajang. Oh, geil. Ausweich-EPL plus 4. Also Unverwundbarkeit auf Stufe 4. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ja, auf 2. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Einfach mal so ausweichen plus 2 zu bekommen, das ist schon mal gar nicht schlecht. Müsste ich vielleicht auch mal damit arbeiten, mit ausweichen? Habe ich noch nie eine Rüstung oder mit Fähigkeiten gespielt, aber ist ja eigentlich auch ziemlich stark, ne? Gucken wir mal. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall auch die Glefe davon. Das heißt, vom Blitz... Katze?
Ich glaube, deine Katze ist kaputt. So wird gefeiert nach einem Rayang. So wird gefeiert. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich habe nach 2 Rayangs die Beta-Rüstung gehabt. Ja. Ich denke, das geht auch relativ schnell, ne? Sehr schön. Nice. So, wunderbar. Okay. Because sexy luck. Ja, aber ich denke, also sicherlich war es auch Glück, aber ich denke auch, dass es einfach auch gut geht, ne? Weil da wir viele Materialien ja auch bekommst. Vor allem, wenn du ihn eben gut erledigst. So, dann mache ich mir die Glefe und dann verbessere ich erstmal die Glefe, oder? Ich bin halt besser mit Glefe als mit Langschwert. Ach. Es ärgert mich ja selber teilweise, dass ich so viel Glefe spiele, aber ich habe halt teilweise auch einfach Angst vor den Monstern. Und ich habe Langschwert gegen Naga gespielt. Also von dem her wird es ja erlaubt sein, dass ich da jetzt Glefe spiele. Wenn ich mal was richtig auswählen könnte. So, die Insektenglefe diesmal. Nach meinem ersten hatte ich nämlich direkt genügend Hörner. Also haben nur Pelze gefehlt. Ah, okay. Das ist natürlich aber auch krass, ne? Dass du dann schon genügend Hörner hattest für die ganze Rüstung. So. Genau, die Glefe. Die ist halt auch schön. Das werden beides gute Waffen. Wunderbar. Und ich denke, die sinnvollsten Waffen, ne? Es gibt ja dann noch Kirin. 744, 450. Ja, keine Chance. 744 ist dann halt viel zu wenig. Vor allem eben keine lila Schärfe. Und da kommt halt die Schärfe dann ins Spiel. Zeit, mir die HBG zu machen. Okay. Hab mich im Wasser versteckt jetzt. Okay. So, gucken wir mal. Dann können wir vielleicht hier noch ein bisschen was augmentieren bei der Waffe. Weil bei meiner Eiswaffe bin ich ja schon ziemlich fertig mit augmentieren, ne? Gut, ich meine, das hat mir jetzt grundlegend gar nichts gebracht. Was zur Hölle bräuchte ich denn für Elementerhöhung? Gehärteter Ölpanzer. Also... Radoban. Tempered Radoban. Hat jemand erhöhtes... Hier, Dingens. Erhöhte Leitlande, Verwesung. Weil das wäre dann wichtig. Oder... Was bräuchten wir hierfür noch? Was wollten wir hier machen? Noch mehr Element? Aber wir haben noch mal einen Zusatzslot, ne? Ne, haben wir nicht. Eigene Verbesserung können wir noch machen. Hier können wir aber noch Element reinpacken. Ja, wir haben Sinnvollsten, ne? Leider nicht. Scheint futzig durchgehend. Was zur Hölle? Das war Kirin, Igitt. Was war Kirin? Was? Gehärteter Felsknochen. Felsknochen? 4. Sind 4 Tempered? Sind 4 dann schon Tempered Monster? Ich kann gucken, was ich habe. Jetzt nochmal Status hoch, meine ich da. Ja, ich denke schon. Leitlande suche ich. Achso, es sind Jägernotizen, ne? Der Ölpanzer wäre, glaube ich, schon ganz cool. Ich habe auch 4. 4 wäre Temperatradobahn, tatsächlich. Okay. Ich kann da mal bei mir gucken, ob der vielleicht gerade da ist. Direkt. Mal raus, Verwesung 4 für Temperatrado. Okay. Hätte ich. Ich weiß bloß nicht, da müsste ich nach den Pheromonen gucken. Na ja, gut, okay. Ich weiß nicht, ob du dann Pheromone hättest, Garuga. Bereit. Radoban, ja, okay. Easy. Gut, dann gehen wir zu mir. Oder zu dir, Garuga. Mir ist egal.
Gehen wir zu mir, oder? Probieren wir mal, gucken wir mal. Felsknochen. Felsknochen ist dann auch Verwesung, nicht wahr? Wenn wir ganz schnell zur Bombe. Okay, tu das. Tu das. So. Gucken wir mal, wie das läuft. Mit dem Radoban. Ich meine, Ölpanzer sollten wir eigentlich easy bekommen. Können wir da zumindest schon mal eine Stufe nach oben. Ist halt eben uncool, dass ich nicht weiß, was die nächsten Stufen erfordern würden. Das wäre natürlich ganz angenehm, aber gucken wir mal. Bleibt uns ja leider auch nichts anderes übrig. Gehärtete Felsknochen. Ja, das war das. Soweit ich es weiß. Ach nee, Felsknochen sind Ödnis, ne? Ja, genau, ist Ödnis. Jetzt, ich hab's auch gerade eben. Als ich es mir durch den Kopf gehen lassen habe, ist mir auch gekommen so, ja, warte. Blödsinn. Genau, okay. Oh, jetzt ist es gleich. Bis gleich, der Masse. Na komm, lade. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Haben wir nicht den ganzen Abend Zeit. Genau genommen haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr. Zumindest nicht mehr viel. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch schnell. Wie gesagt, wenigstens ein bisschen augmentiert ist ja dann ganz gut. Könnte ich meine Rüstung auch noch verbessern. Die wurde ja auch nochmal erhöht von der maximalen Stufe. Wäre vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Mal sehen. Gibt noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Ah, dann bin ich wenigstens so gut wie möglich vorbereitet. Auf die Kalfdroth. So. Pheromone. Achso, ja. Machst du da vorlocken hier? Radoban. Ja. Kann ich in Leitlande beitreten? Ist das Stufe 100? Oh, echt? Ach so, ja, weil wir die erweiterten Leitlande haben, ne? Ich wollte gerade sagen, das geht ja schon viel früher, aber richtig, ja, gut, tut mir leid. Da sind wir ja schon leider ein bisschen weiter. Das ist dann, sobald man Temper 3 erledigt hat, gibt es dann. Was ist ein Kraushuhn? Ja, es ist. Dann kommt ein Kraushuhn, wenn man das in das Verwesungsgebiet vorschickt. So, gucken wir doch mal, wie wir den Reihen erledigt bekommen. Nicht mit einem Megatrank, toll. Großer Förderplatz. Sehr schön, Leitmiasma. Das gefällt mir. Hier sind keine Maulis. Wo ist der Radoban? Ah ja, jetzt kommt er. Ich wollte schon sagen. Irgendwie verspätet er sich ein bisschen. Da ist er, perfekt. Ey, stehen geblieben. Will dich erledigen. Hallo? Kannst du bitte mal warten? Ich will dir bloß ganz freundlich mitteilen, dass ich dich jetzt fertig machen werde. Na gut, eigentlich mit der falschen Waffe. Eigentlich mit der die falschen Waffe. Gucken wir gleich mal, dass wir die geändert bekommen. Bitte, willkommen zurück. Und ist er schon gestorben? Gerade so merkwürdig aus, aber bei dem Radoban. Liegt der jetzt? Ja, okay, er liegt jetzt.
Okay, hier können wir schon mal kräftig drauf kloppen. Sehr gut. Das war, denke ich mal, gar nicht schlechter Schaden, auch wenn es vielleicht nicht sein höchstes Element ist. Bin reingekommen und der ist direkt verreckt. Ah, oh, der Arme. Oh, schön. Oh, was hast du vor? Wo willst du hin? Okay, nirgendwo. Ich suche mal nach Graushühnern in der Zeit. Okay. Mach das. Viel Glück dabei. Ich habe bisher auch noch keinen Graushuhn gefunden. Muss eigentlich auch dringend mal machen. Bam. Sehr schön. Okay, hauen wir ein bisschen auf den Schweif. Da ist er gerade im E angeschlagen. Sehr gut. Wunderschön. Das tut ihm dann weh. Und ich würde sagen, also wir machen definitiv nicht schlecht Schaden. Aber bloß, weil die Waffe gut ist, ne? Das ist, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, dass wir jetzt gerade das richtige Element haben, aber die Waffe bringt es halt einfach gerade eben ganz gut. Ach, schade. Wunderschön. Hier nochmal drüber. Je mehr Stacheln oder je mehr Knochen wir brechen, desto besser. Wow. Das war gefährlich. Warum nur orange? Mann! Warum ist dein kompletter Schweif nur orange? So schwierig, da was anderes zu bekommen. Sieht so komisch aus bei Radovan, wenn er abgeschwächt ist. Wird es so gelb. Ja, es sind so gelbige Streifen drin, ne? Aber irgendwie muss es halt zeigen, weil weiß hätte dann halt nicht funktioniert bei den weißen Knochen. Deswegen würde da eher so dreckig. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Sollte mal meinen Lebensretter... Nein, nicht die Nullbeere, Lebensrettermantel tragen. Ich glaube, das wäre mal ganz angebracht, während er jetzt ein bisschen angepisst ist. Ein bisschen sehr. Okay. Sieht immer noch merkwürdig aus. Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Merkwürdig sieht es auf jeden Fall aus. Ja, das ist halt das Miese an der Waffe. Wenn du einmal lila verlierst, dann hast du eigentlich sofort blau. Weil es eigentlich weiße Schärfe überhaupt nicht gibt bei der Waffe. Na gut, jetzt können wir auch natürlich noch ein bisschen auf blau rumhämmern. Oh nein, 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 nein. Ganz toll. Das war jetzt notwendig. Oh, du auch. Ich leg mich mal zu dir. Katzen, bitte. Du brauchst Hilfe. Blob. Rette mich, Blob. Danke. Und rette Garuga auch. Ah, rette Garuga auch. Katze. Okay. Oh, ich habe so wenig Leben. Oh Gott. Und deswegen gibt es Meisterschliff. Ja. Eigentlich sollte man eine Rüstung nicht ohne Meisterschliff spielen. Das ist schon richtig. Oh, man sollte vielleicht auch keinen Tempered Radoban mit bloß einem. Mit bloß einem Megatrank bekämpfen. Genauso schlecht. So, jetzt würde ich gerne mal das Material einsammeln, weil genau deswegen sind wir eigentlich hier. Geht mir ja gar nicht darum, den Radoban zu erledigen. Warum bloß sieben? Und bloß seine komischen Ölpanzer haben. Ich gucke auch noch mal nach der riesigen Mondschnecke in der Rollweite. Mach das. Vielleicht findest du ja. Wer weiß. Ich kann dich in die Meta einführen, wenn du willst. Ja, nee, alles gut. Ich mach das so, wie ich es gerade mache. Vielleicht mal ein bisschen später. Gucken wir mal. Das war... Wow, okay, das hat mich nicht getroffen, interessanterweise. Sie ist halt doch ziemlich simpel. Ja, also ich denke, dass es nicht so kompliziert ist, ne? Aber ich will da gerade mehr auf meinem eigenen Ding bleiben. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Wenn mal ein bisschen Zeit ist, dann werde ich mich da vielleicht auch wieder nach einer neuen Rüstung umschauen. Ich glaube, war es nicht. Aber drei Teile. Was war das? Drei Teile Tio und dann irgendwas anderes? Oder war das irgendwann anders, dass es so war? Keine Ahnung. Dann wahrscheinlich jetzt die neuen
die neuen Beine vom vom hier Agro-Rayang. Dann noch irgendwas anderes. Schreibe ich sie einfach. Kannst du erst bei dir bleiben, genau. Drei Teile Tio und Brust und Beine von Rage und Brachi. Achso, Brachi war es, okay. Ja. Ist halt wirklich nicht kompliziert. Überlege ich vielleicht mir auch mal für extreme Quests theoretisch die mal zuzulegen. Wie gesagt, ich hatte sie ja größtenteils irgendwie noch im Kopf. Und dann auf Hetzer 5 Teile. Ja, okay, okay. Genau, da hatten wir es ja auch schon davon. Wie gesagt, mal gucken. Huch, ich reite ihn noch. Ist immer so ungewohnt, wenn man zwei Hiebwirbel machen kann. Bam. Sehr gut. Dann klopfen wir hier mal weg, den guten. Der Kopf ist der High-Rank Gamma. Und zumindest man den meistens. Oh, echt? Interessant. Weil der Meisterrang dann einfach andere Sachen gibt, die man nicht haben will. Sehr, sehr interessant. Ich nehme mal die Materialien hier mit. Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall die Ölpanzer bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Alles Weitere ist ja dann eigentlich so nebensächlich. Ah. Okay, da hat mich sogar noch weggeschoben gehabt. Das war umso gefährlicher. Wo ist er? Da. Ah, schade. Hier nochmal dran heften. Vielleicht können wir das kaputt machen. Ja. Die gepanzerte Seite von ihm kaputt zu machen, ist eigentlich auch immer ganz cool. Das war gefährlich. Ha! Nein! Au! Oh, noch mehr Au. Sehr großes Au. Aber für ihn definitiv auch. Okay, Gleitermantel ist vorbei. Ja, da haben wir noch nicht wirklich so viel. So viel Lebensrettermantel zurück. Kann ich den Mantel bitte ablegen? Danke. Meisterring ist doch ziemlich blöde. Weil der hat latente Kraftstufe 1. Das braucht man nicht. Ah, okay. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Also kann gut sein, dass ich das. Dass wir es auch schon mal hatten, aber hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Okay. Ja, gucken wir mal. Das war der Schweif. Wunderschön. Gucken wir mal, was wir da draus machen. Wie gesagt, vielleicht. Vielleicht werde ich mir die Rüstung einfach mal machen, damit ich sie habe. Vielleicht werde ich die auch noch mal ein bisschen zu meinem eigenen Ding umarbeiten. Das ist eigentlich gerade eine ziemlich schöne Situation. Auch mit dem Schaden, den ich gerade machen konnte. Nice. Und sind eben nur ein Stufe 4 Slot. Der Gamma hat 2 Slots. Ah, okay. Oder 2 Slots. Ja, okay. Das ist natürlich auch stark. Wobei mit dem richtigen. Ja gut, okay, aber wenn eh schon die Fähigkeiten nicht stimmen, dann ist natürlich blöd mit den Slots, ne? Aber generell gesehen, wenn es da richtig laufen würde, bekämst du dann ja eventuell auch was mit dem Vierer-Slot zusammen, ne? So, gehärteter Ölpanzer, gehärteter Ölpanzer, gehärteter Ölpanzer, okay. Wunderbar. Das sollten mal ein paar sein. Wir brauchen dann zwar gleich eh komplett andere Sachen, die wir sicherlich wieder nicht haben. Aber egal. Haben wir wenigstens die Stufe. Sobald er dann mal erledigt ist, aber ich schätze mal, dass er jetzt gleich zusammenknickt. Ich habe immer noch meine Waffe eigentlich nicht geändert. Das war eigentlich auch blöd. Wobei, wir scheinen ihm ja weh zu tun, denke ich mal. Da geht es aber wahrscheinlich darum, dass wir halt generell aber Schaden machen, ne? Jetzt nicht unbedingt darum, welches Element wir Schaden machen. Ha! Das war dezent gefährlich. Ah, ich liebe aber immer noch die Leitlande-Musik. Das Leitlande sind echt toll geworden. Klar, sie sind ein bisschen grind-heavy, aber das war ja irgendwo auch der Sinn von denen. Aber ansonsten echt starkes Gebiet.
Gefällt mir immer wieder sehr. Okay, sehr gut. Ich konnte da gerade ihm zwar nicht ganz genau sagen, was er tun wird, aber es ist zum Ende hin alles gut geworden. Okay. Haust du ab oder was machst du? Ja. Rumpelst du? Nö. Warum auch? Wäre langweilig, wenn wir Monster mal schnell erledigt bekommen. Er hat dann noch irgendwo Material hinterlassen. Das sind Banbaro-Fußspuren. Die brauche ich definitiv nicht. Aber die Schindknochen, davon haben wir bestimmt auch schon mehr als genügend. Aber egal. So. Üben. Das war ganz gut, dass ich da noch den Mantel an hatte. Okay, er stand in der Giftblume. Auch schön. Aber es ist immer noch Aggro. Ich dachte gerade, er wäre ein bisschen weiter rüber und wäre gerade in die Klippe runtergerollt. Leider war es aber bloß hier runter. Okay. Ich habe einfach mal das Metaset jetzt ohne jegliche Slots. ETC. Kannst du gleich hier angucken. Okay. Mach ich gerne. Warte, er ist eingepennt? Ach, da ist ein Frosch, na? Ich war gerade extrem verwirrt. Weil es sah so aus, als hätte er halt eben das gemacht. War eine Schlafkröte, ja. Ja, ich dachte halt eben, er hätte seinen Schlafbruder gemacht. Und wäre dann selber eingepennt. Das habe ich gerade eben nicht ganz verstanden gehabt. Das war nicht ganz sauber getroffen. Barif wird den Ort bald verlassen. Das ist mir ziemlich egal, was der Barif machen wird. Danke für den Hinweis, Spiel. Warum musste ich immer genau dann rollen? Warum musst du dich so merkwürdig rollen? Das ist immer so komisch. Lass das. Hör auf damit. Vielleicht. Ich habe auch noch nicht mal einen Krausum gesehen. Ich auch nicht. Also bei anderen Leuten und so. Aber so selber in der Wildnis habe ich auch noch keinen Krausum gesehen. Ist mir bisher auch noch keins über den Weg gelaufen. Ja, da humpelt er. Wunderbar. Sehr schön. Wenn er ein Kinsekt draufschmeißt, fällt er hin. Das ist auch nicht schlecht, ja. Das ist auch keine blöde Sache. Hast du was zum Fangen oder wie machen wir's? Okay, ich dachte, er pennt weiter hinten. Weil ich habe zwar Bogensbomben, aber... Nice. Sehr schön. Wunderschön. Okay. Achso, es sind noch Materialien hier irgendwo. Achso, wahrscheinlich als er aufgewacht ist, ne? Nee? Stand da nicht gerade noch was? Naja, gut. Egal. Wir haben auf jeden Fall genügend. So. Dann würde ich jetzt ganz gerne in meine Ödnis gehen und da noch die Felsknochen mitnehmen. Warum kämpfe ich nochmal gegen irgendwas? Bitte mach nichts. Okay. Danke, Banbaro. Sehr freundlich von dir. Nein. Wir wollen... Wo wollen wir denn hin? Dahin? Dahin? Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Nee, dahin! Okay. Ja oder nein? Ja oder nein, was? 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 Ich bin verwirrt. Hatte auch einen riesigen Platinfisch letztens. Wusste bis dahin gar nicht, dass es einen gibt. Nee, ich hab eine Quest für einen Platinfisch. Ach, ein Tail gelootet. Oh, ich glaube. Können wir mal hinreiten. Wobei, jetzt ist er eh gleich weg, ne? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube fast.
Okay, und zurück. Jetzt bleibe ich aber auf meinem Biest. Ich glaube, noch ist der Radoban da. Ging ich da nochmal zurück? Nee, ich glaube fast... wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich fast nicht, dass ich ihn gelootet habe. Gucken wir mal. Wenn er markiert ist, glaube ich es nicht. Ja, okay. Zu spät. Egal. Dann gehen wir trotzdem hier hin. Ich denke mal, es werden nur noch die Knochen aus dem Leitland geholt und dann noch was anderes. Ja, danach werde ich wahrscheinlich beenden. Das ist das. Dodo ist da. Danach werde ich dann leider beenden, weil ich kann heute wirklich nicht so lange machen. Deswegen tut mir leid. Also dann werde ich halt eben... meine Waffe noch verbessern und dann beenden. Das sieht ziemlich widerlich aus, was mir hier passiert ist. Sieht nicht sehr angenehm aus. So. Stream hängt wieder. Das ist nicht so toll. Warum auch immer der das immer wieder macht. Wo sind denn Spots für Knochen hier? Ich habe da nie so wirklich eine Ahnung. Ich weiß, dass hier Kristalle sind. Da sind Knochen, okay. Sehr gut. Oh nein, nicht das frühe Schluss machen. Oh doch. Nein, keine Kristallknochen. Gerdefelsknochen. Gerdefelsknochen war das, was ich brauche. Aber ich glaube, ich brauche noch mehr. Ich brauche immer noch mehr. Raid Bomber dann noch. Das kann ich machen. Wobei beim Raid ist halt immer... Das Blöde an dem Raid ist halt eben, dass du dann halt noch ein bisschen im Chat bleibst und so. Außerdem, Bomber zu raiden ist halt auch uncool. Also wenn, dann muss ich halt eben komplett wegbleiben, weil ich will mich nicht von Ding spoilern lassen. Nicht von Bloodborne spoilern lassen. Deswegen, und ein Raid ist dann halt immer blöd, wenn du dann halt eben theoretisch raidest und dich dann halt nicht mal blickst kurz. Im Chat. Deswegen ist Raiden immer ein bisschen schwierig. Bei sowas. Ich könnte ihn raiden, aber wie gesagt, dann ist der Raid halt irgendwie nicht so ganz so effektiv. Mehr Mehl. ansonsten würde ich aber definitiv Bomber raiden. Da ist noch was, perfekt. Dann nicht. Ja, ein andermal. Wenn ich da mal Bloodborne gespielt habe. Kannst du ihm sagen, in 10 Jahren raide ich ihn dann mal. Wenn ich mit Bloodborne fertig bin. gibt es denn sonst noch einen anderen Knochenspot? Weiß das zufällig jemand, wo ich da nochmal einen finden kann? Weil jetzt habe ich einen von diesen Knochen. Da ist der große Kristall, okay. Nehme ich mit. Hey, jetzt will Oh Gott, Velkana, ja, der hat mir gerade noch gefehlt. Ja gut, Quitte sagt gute Nacht. Das muss ich mir angucken. Ist Palico. Oh. Das ist ja mega süß. Hey, lasst mich und meine Katze. das ist ja ultra süß. Ist dann einem vorbeigerannt an der Wand vorhin? Oh, okay. Frage ist bloß, welche Wand? das ist viel zu süß. so. Hier dann oder wo? Sonst wäre das eher Dragons Community raided und nicht Dragon und so viele weitere raiden, ja. Das wäre dann mehr ein Host, den ich machen könnte. Ich weiß gar nicht, habe ich Bomber in meiner Auto-Host-Liste? Ich glaube nämlich nicht. Das könnte ich auf jeden Fall mal machen. Wie heißt der? Wer hast du? Ah, da, guck mal.
Wo den riesigen Brocken hat. Also ich schätze mal hier. wie heißt denn Bombas Channel? Dann kann ich den auf jeden Fall mal zu meiner Auto-Host-Liste packen. Dann wird die ja theoretisch automatisch danach gehostet. Gut, das waren nicht die, die ich haben wollte. Okay. Gut, wenn hier halt irgendwo was ist, dann schlitte ich halt vorbei. So. Ach, ist es Wackeltanzbruder? Okay. Ich dachte, es wäre noch irgendwas mit Bomber. Okay. Dann, wie gesagt, dann packe ich ihn auf jeden Fall in meine Autohost-Liste. Dann wird er gehostet automatisch. PNP-Runde zu Ende. Sehr schön. Ich hoffe, es war erfolgreich. Ich hoffe, du bist nicht gestorben. Willkommen, Xamorg. Willkommen zurück. Wir machen eh gerade auch bloß noch ein bisschen Knochentour. Und dann sind wir auch zu Ende. Wow, Koralle Tundra auf 7, Wald auf 4. Was kriege ich? 2 Vulkanmonster. Ja. Ist doch immer so, oder? Du hast ja scheinbar was, aber ich nicht. Nee, ich lebe noch, sehr gut. Ja, man weiß nie, ne, was so passiert. So. Gehen wir hier nochmal dran vorbei und wenn da vielleicht nichts ist. Ich meine, jetzt respawnen die Sachen langsam. Ist dann auch ein bisschen mühsam, ne? Da drüben. Aha, aha! So. Was machst du so spät hier auf Twitch? Habe auch nicht wirklich viel erreicht, weil eine Gruppe ziemlich müde war. Na, okay. Das ist schade. Aber das ist dann halt auch immer schwierig. Ah, da. Von Ameisen umzingelt. Was ist das für ein Pfeifenreiniger, die Waffe? Mein Freund, das ist eine angepisste Rajangläfe. Das ist, wenn du den irgendwo einsetzt, dann ist da keine Pfeife mehr, wenn du die reinigst. So. Was ist los? Habe ich Stream aktualisiert? Olli ist dabei. Olli ist dazugekommen. Das ist passiert. So. Ich glaube, ich brauche auch diese größeren Knochen, ne? Für diesen gehärteten Knochen. Habe ich jetzt gerade überhaupt nicht bekommen. Schwierig. Sehr schwierig. Da sind nochmal die Knochen. Gut, das Schöne ist natürlich, dass die Knochen relativ schnell respawnen, ne? Sie will übrigens einen Skype-Termin. Ja, ich weiß, sonst wird das nichts. Es ist so schwierig. Ach, du willst einen Skype-Termin? Schlag mal was vor. Nächste Woche ist schon relativ verplant wieder. Bis 23 Uhr auf Knochensuche habe ich gehört. Bestimmt nicht. Ja, bei mir nicht, weil keine Arbeit. Ja, bei mir schon, weil Arbeit. Das ist halt das Problem. Übernächste Woche habe ich auf jeden Fall Zeit. Wenn du mir jetzt gleich einen Termin sagst, dann gebe ich dir 100%ige Garantie, dass wir es da machen. Weil ansonsten wird es bei mir nächste Woche ein bisschen kompliziert. Deswegen Tag, Uhrzeit jetzt. Dann... Wann am liebsten? Also an welchem Tag? Dienstag? Dienstag ist mir eigentlich immer ganz recht. Montag, Dienstag. Also 27., 28. Das wären so passende Tage. Ah. Nice. Können wir auch gern, wenn du wirklich... 27. 27., 20.? Was?
Bring mich so. Also um 20 Uhr. Ja, wo. Ich guck mal. Ich werde nächste Woche wissen, ob ich dann übernächste Woche zu Hause bin oder nicht. Also 20 Uhr geht auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall so. Wenn ich früher könnte, könnte ich dir nochmal schreiben. Aber wir können mal 20 Uhr festhalten. Das ist cool. Also das hatten wir schon mal. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es schon mal hatten, dass man sich da festklammern kann. Aber ja, 27 zur 20 Uhr. Achso, nicht mit dem Angriff. Ich sag's mir ein. Ich auch. Halten wir so fest. Aber wie soll ich gegen eine Wand springen? Hä? Achso, so oder wie? Nee. Ich bin verwirrt. Erstmal Dragon um 20 Uhr an dem Tag anrufen. Ah ja, dann haben wir das. Das ist sehr gut. Das ist mir, das passt mir meistens besser, wenn ich dann eine Woche vorher Bescheid weiß. Dann kann ich da planen. Dann machen wir das so. Mit dem Boost nach vorne. Also so, ne? Aber da passiert nichts. Da kommen mir immer die Biester in die Quere. Ich kann das nicht machen, weil diese dummen Biester hier überall sind. Da passiert nichts. Was soll ich tun? Oder mit was anderem? Hey, ich verstehe es nicht. Mit X meine ich. Ach Gott, ja. Ja, aber es ist genau dasselbe. Ja, irgendwie, ich dachte, ich mache das Ausweichen. Sorry. Ich bin es nicht gewohnt, aber durch die Gegend zu springen. Ist ja genau das Gleiche, was dann passiert. Ja. Im Endeffekt sehr coole Sache, aber genau das, was wir schon hatten. Wie viel von diesen verwitterten Knochen habe ich jetzt? Gar keins, ne? Was ist eigentlich für eine krasse Glefe? Das ist die, die Agro-Rayang-Glefe. Gehärtete Felsknochen. Okay, ich habe 2 Stück. Und 4 zu Hause. Das muss doch reichen, oder? Gehen wir hier nochmal eine Runde durch und dann beenden wir. Da ist nämlich nochmal was. Aber das ist die Akurayan-Glefe. Ödland. Ödland. Und verwittert. Naja. Ärgerlich. Keine Gehärteten. Können wir hier nochmal gucken. Da sollten eigentlich auch nochmal welche sein. Die waren vorhin ja da. Oder sie sind jetzt nicht da, weil die da drüben waren. Gucken wir da nochmal. Ach, diese Knochen. Sie machen mich wahnsinnig. Nee. Das ist dann wieder so ein bisschen der negative Teil der Leitlande, muss ich sagen. Für was wird denn gefarmt? Die Glefe zu upgraden. Also zu augmentieren. Es sagt niemals, dass es ausreicht. Naja, fürs Erste reicht es aus. Sag ich jetzt mal. Natürlich nicht für den weiteren Verlauf. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir nach Hause. Ja. Okay. Sehr gut, weil jetzt haben wir auch doch schon wieder 20 Minuten überzogen. Ah. so. Was haben wir denn? Drachenadokohle. Okay. Ein bisschen Radoban-Zeug. Prima. Light Miasma. Den haben wir einfach so bekommen. Was zur Hölle? Das ist sehr heftig. Dass man den einfach so in der Belohnung bekommt. Grundsätzlich brauchst du von Knochenärzten immer um die 5 Stück. Okay. Interessant. Hätte ich jetzt so nicht gewusst, aber gut zu wissen. Okay, alles weiter ist runter. Verwesung ist ein bisschen hoch. Na, von mir aus. Passt schon. Passt schon. Wir haben ja eh, oder wir müssten ja eh eigentlich das auch mal beenden, dass wir alle mal oben haben, ne? Ich glaube, 1 oder 2 Stück hatten wir ja bisher erst oben. Ich glaube, wir haben langsam wenigstens mal die ganzen Leitsachen zusammen. Also von den Knochen und Erzen. Mal gucken. Hab schon zu viel augmentiert. Da weiß man das irgendwann. Ja, okay.
Da gebe ich dir, denke ich, recht. Ich bin da ja noch ziemlich neu da. Beutezüge abgeschlossen? Was zur Hölle haben wir für Beutezüge abgeschlossen? Kampf am Anfang. Oh, okay. Angenehm. Ja gut, okay, jetzt haben wir die letzte Event-Quest ja auch nicht abgeschlossen, aber wenn wir Damiel eh nicht tot haben, dann... wie bereits gesagt, das nackte Metaset an. Genau, das kann ich mir mal angucken. Das machen wir jetzt. So. Genau, dann die Kaiser und die Pachydium. Das ist halt eben das. Meisterschliff ist halt extrem stark. Das ist sehr, sehr cool. Aufhetzer 7. Damit hast du ja dann schon die 20%. Schwächevorteil 3. Explosionsangriff, okay. Kritischer Blick. Achso, vom Helm. Und Hitzeschutz. Und dann ja diverse Sachen, genau. Diverse Deko-Slots noch. Da bekommst du also auch einiges noch rein, einiges Schönes. Ja, ist nicht verkehrt, ne? Ist nicht verkehrt. Hallöchen, Maxi! Willkommen zum Stream. Schönes Vibes. Leider sind wir gerade eben am Ende. Sehr viele Slots, ja. Ja, und halt so eine gute Basis, ne? Da ist übrigens mein Gunland-Set, falls dich interessiert. Kann ich auch mal reingucken kurz, ja. Ich sehe PS4 und weine ein wenig. Ich habe mich heute solo durch einen gemeinen Raiyang und einen zornigen Drache gekämpft. Und es war furchtbar. Aber tot ist tot, absolut. Glückwunsch dahin. Das ist natürlich sehr, sehr stark, dass du das hinbekommen hast. Das sind keine einfachen Biester, die beiden. Deswegen Glückwunsch. War schon dabei, die PS4 hochzufahren. Ja, das brauchst du nicht mehr. Wie gesagt, wir sind eigentlich eh schon durch. Aber nächste Woche habe ich geplant. Also nächste Woche Sonntag ist dann Monster Hunter für den PC. Wobei ich Brachi voll okay finde. Der Raiyang ist einfach eine Bitch. Ja, ja. Gebe ich dir voll und ganz recht. das ist das. Der Raiyang ist eine richtige Bitch. Ja, Brachi fand ich auch. Freue ich mich mal drauf. Ja, kannst du machen. Mehr Mods, genau. Wir bekommen auf jeden Fall mehr Mods. So, Trigios. Das ist deine Dings, deine Gunlance. Okay, da ist natürlich die Artillerie von Brachidios auch noch sehr cool, ne? Dann auch Aufhetzer, klar. Artillerie 5, holy. Hör die Kraft jeder der Angriffe 50%. Blocken 5, kritischer Blick, oder kritischer Boost, Schwächevorteil, Teile Zerstörer. Das ist eine coole Rüstung. Definitiv. Gefällt mir. So würde ich auch Gunland spielen, wenn ich das mal hätte. Schutzpolitur fliegt dann für Blocken hoch. Sollte ich einen Deko mal kriegen. Okay. Ja gut, klar, Blocken hoch ist für dich ja viel sinnvoller als Schutzpolitur, ne? Brachi finde ich definitiv angenehmer als... Brachi finde ich definitiv angenehmer als einen normalen Brachi. Nee, finde ich nicht. Ich habe mehr Probleme mit dem gehabt. Tolles Set, aber alles Alpha Brachidium bis zur Brust ist Beta. Naja, wenn das halt das Stärkste ist, du musst es halt nehmen wegen Artillerie hoch, ne? Hab mich schon gefragt, ob ich mit Brachi mein LBG Sticky Set upgraden muss. Das tut halt schon arg weh, ne? So. Element und Status hoch, sehr gut. Ja, das ist schon gut. Das machen wir. Schlotternder Dunkelkiefer, Zwielichtreißzahn. Was ist Zwielichtreißzahn? Heul doch. einfach Reiskeilehelm. Ja, das ist Reiskeilehelm, ist die Antwort auf alles. Das ist schon wahr. Das ist die guten alten Dark Souls-Zeiten, ne? Was ist nur passiert? Walter sagt. Ah, richtig. Das heißt einfach bloß, ja, vor allem die normalen Varianten, ne? Die könnte ich mir sogar herstellen. Nicht wahr? Die haben wir ja beide. Gehärteter Schimmelpelz. Schimmelpelz habe ich ja gelesen. Schimmerpelz? Das ist dann der Affe? Ich habe auch irgendwie mir was an der Rüstung zusammengeklatscht. Okay. Ist ja auch nicht verkehrt, ne?
Das ist, habe ich eigentlich auch immer gemacht. Ach, wenn ich jetzt gehe. Gehärteter Rajan, großartig. Tempered Monkey. Oh je. Oh je. Ja, wenn ich da jetzt rausgehe, wird das Ewigkeiten dauern. Vielleicht mache ich das nächste Mal. Gucken wir mal. Ich will auf jeden Fall die andere Waffe noch augmentieren. Ist wieder im Bart versteckt. Mach das. So, haben wir hier nicht? Ah, es sind 7 Stück. So viel zu, es sind immer 5. Es sind 7 Stück, die wir brauchen. Eine Freitag erstmal cool, wir klatschen. Ich glaube, das ist jeder. Schade, es fehlt genau einer. Na, das ist ärgerlich. Ich meine, es sind 10 Element. Ja, gut, die bekommen wir dann wohl nicht. Dekorwaffenelement? Ach so, da könnten wir jetzt die Deko auswählen, ne? Weil ich das alles irgendwie nicht so schön finde. Müssen wir mal gucken. Will ich meine Torofax-Lärmung upgraden? Ich glaube, das will jeder. Geht es jetzt nochmal in die Lande? Der bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Bin bloß am Überlegen. Ein Kiefer, 2 Zwielicht. Das machen wir nochmal schnell. Da gehe ich nochmal schnell raus. Den Ladebildschirm nehmen wir nochmal kurz mit. Aber grundlegend war es das eigentlich schon. Deswegen macht euch schon mal Bett fertig. Oder was auch immer ihr noch macht. Denn ich gehe jetzt gleich offline. Dann auch relativ schnell pennen. Wie gesagt, ich will bloß noch, weil die sollte man ja tauschen können, nicht wahr? Das sollte ja eigentlich eine Sache sein, die geht. Weil das habe ich ja irgendwie noch nie gemacht. Ja, das hätten wir auch gerade eben mit dem Radoban machen können, stimmt. Wobei, da wollten wir eh noch die Knochen mitnehmen. Kannst alles, was du für die Bonus-Stats brauchst, Energiereinigung und so weiter, nicht eintauschen. Okay. Warum nicht? Er spricht von schnell und dann ist es auch schon 23 Uhr. Ja, nee, bestimmt nicht. Das ist bestimmt nicht. Aber das sind ja bloß Drachenältesten und große Monster, die man nicht eintauschen kann, oder? Also ich weiß nicht, was man für die Bonus-Sachen braucht. Wahrscheinlich genau das. Aber das, was ich jetzt gerade nicht mehr will, kann ich auf jeden Fall eintauschen. Bin ich mir sehr sicher. Ich muss es nur finden. Ich glaube, Tempered-Sachen generell kann man nicht eintauschen, ne? Da wäre zum Beispiel, nee, tintenbefleckte Ölpanzer. Achso, gehärtete Ölpanzer hatten wir gebraucht, genau. Schlotternde Dunkelkiefer. Toll, ganz toll. Warum zur Hölle kann ich den nicht eintauschen? Warum habe ich da nichts? Ach, die kann man nur mit gehärteten? Oder hä? Ich verstehe es nicht. Da, warum kann ich da so viel? Warum kann ich den eintauschen für das andere, aber das andere nicht verdienen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hä? Ich verstehe das nicht. Hier bräuchte ich auch den gehärteten Zwielichtpreiszahlen, was ja übertrieben teuer ist. Gut, okay, das sind gehärtete Sachen, aber halt eben nicht die großen. Das ist ja richtig merkwürdig. Weil es Monster Hunter-Logik ist. Ja, das ist halt eben wahrscheinlich, ne? Je teurer oder je stärker die Monster sind, desto schwieriger ist es natürlich, die Sachen zu tauschen. Ist trotzdem ärgerlich. Könnten 2 von den Reissäen tauschen. Aber es bringt mir halt trotzdem nichts, weil wir den Dunkelkiefer brauchen. Das heißt, das können wir auch mal anders machen. Von dem her bringt es gar nichts. Ach, furchtbar. Ja, gut. Ich dachte, es wäre ein bisschen angenehmer zu tauschen, wenn man dann halt eben trotzdem gleichwertige Sachen nimmt. Zum Beispiel, warum kann ich jetzt nicht ein Valhazak-Reißzahn mit einem Velkana-Material tauschen? Die sind ja an sich äquivalent, sie sind aber bloß ja eben andere Drachenältesten. Das heißt, Tausch sollte dann ja auch möglich sein mit gleichwertig starken Monstern. Naja, gut.
Weil ansonsten bringt das ganze Getausche halt eben nichts. Dann machen wir das halt eben nicht. Dann machen wir das halt eben nicht. Wir haben sie einmal augmentiert. Das muss jetzt halt eben reichen. Können die Rüstung noch mal ein bisschen. Und die anderen Biome leveln soll's. Ich weiß, es ist bescheuert. Ja, ist leider ein bisschen sehr bescheuert. Es ist, naja, Grinding Lands, ne? Das ist das Problem. Was ich jetzt tatsächlich aber dann noch mal... Ich bin zu weit. Warum komme ich eigentlich hier raus? Ich kann noch mal die Rüstung upgraden. Dann machen wir halt wenigstens das. Wie weit kann ich die eigentlich upgraden? Holy! Wie viele Punkte gibt das? 172? 30 Punkte! 20 Punkte. Haben die wirklich ein Problem damit? Naja, wenn man halt genügend farmt, dann hat man, schätze ich mal, auch kein Problem damit. Na gut, okay, wir haben ja genügend davon. Verbessern. Wünsche ich schon mal eine gute Nacht und bis zum nächsten Stream vielleicht. Teufel wünsche ich dir genauso. Vielen Dank, dass du dabei warst. Eine gute Nacht und eventuell bis zum nächsten Mal. So. Mal das hier nochmal. Den Goldkopfschutz. Können wir den eventuell anders verbessern? Stufe 23. Oh, 202 Verteidigung. Das gefällt mir. Das ist sehr angenehm. Ich hatte auch immer Leute mit Korallenverwesungsbiom auf Stufe 7. Ja, gut. Ich meine, klar, das ist. Ich hätte natürlich auch immer genügend Leute. Ja, das Metaset mit nicht perfekten Dekos. Okay, ich schaue es mir gleich mal an. Das wird mich aber wahrscheinlich auch umhauen. So. Können wir mal die harten Rüstkugeln nehmen, davon haben wir auch mehr als genügend. Ja, es hat jetzt auch nicht schlecht Verteidigung, sehr gut. So, wie gesagt, dann mache ich das nochmal kurz. Oh mein Gott, es kostet zu viel Geld. Und ich habe kein Geld mehr, deswegen muss das reichen. Das geht noch, das geht nicht mehr. Okay, wenigstens ein bisschen geupgradet. Da sollte ich auf jeden Fall mal ein bisschen was aushalten gegen die Kafdorov. Hoffe ich zumindest. Genieß das Bad hier sehr. Bist du noch nicht abgesoffen? Wo zur Hölle bist du? Ach, da. Ich dachte, es wären Steine auf dem Boden. Ja, sieht gemütlich aus. Definitiv. Ich glaube, deine Katze ist auch tot. So. Okay, Ausrüstung ansehen. Genau, da haben wir jetzt dazu nochmal ein bisschen Explosionsangriff. Hast ja geschrieben, für Blastgas, genau. Gesundheitsboost, klar. Ganz angenehm. Kritischer Boost ist jetzt oben, nicht wahr? Weil Schwächevorteil hattest du oben vorhin, aber kritischer Boost nicht. Dann Fokus. Kannst du ja auch alles andere nehmen, dann freie Mahlzeit unbeeindruckt. Okay, das ist ja dann so ein bisschen. Und Schutzpolitur, ja, okay. Ja, das ist stark. Ich würde definitiv natürlich noch ein bisschen auf was anderes gehen. Ich würde auch Schnellessen reinpacken, aber ist eine gute Rüstung. Da kann man auf jeden Fall sehr viel mitmachen, wie man das sieht. Oh ja, und der kritische Blick 7 auch noch, ne? Nice. Brauchst du den überhaupt noch mit Aufhetzer? Habe ich es gerade richtig gesehen? Ist es da nicht hier oder doppelt? Weil hier hast du ja schon 40%. Wenn es Aggro ist, bekommst du 20%, aber theoretisch bekommst du ja auch vom Schwächevorteil 50%, wenn du was triffst. Wie gesagt, reicht dann ja eigentlich nicht. Ja, das ist dann halt die Frage, ne, mit dem Aufhetzer. Schwierig. Wenn die 50% plus irgendwas, plus das, ja, gibt dann 70. Ich mach das extra, damit ich nicht unbedingt abweichen muss. Okay, okay. Ja gut, wenn's passt, ne? Wenn du jetzt nichts unbedingt verlierst. Ansonsten könntest du ja irgendwo eine Deko rauslassen und dafür ja was anderes rein. Würde ja genauso gehen.
Also theoretisch bekäme ich dann oder könnte ich dann das Schnellessen noch reinhauen. Aber ja gut, dann hast du halt eben auch sicher immer 100%, ne? Oder immer nahe dem 100%-Bereich. Auch wenn das Monster mal nicht aggro ist oder auch wenn mal eine Sache nicht angeschlagen ist, geht es trotzdem sehr hoch. So, dann beenden wir für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, Mitjagen und generell einfach im Stream sein. Und ja, da sind wir heute nicht unbedingt vorangekommen, was die VIP-Tickets angeht. Aber wir sind auf jeden Fall vorangekommen, so ein bisschen vom generellen Jagen her. Haben wieder ein paar Sachen dazu bekommen. Ich kann auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen die Deko-Sachen zeigen und so. Und bin dann hoffentlich bereit für die Calf Draw-Off. Das haben wir jetzt ja auch ein bisschen gemacht, was gar nicht verkehrt ist. Leider nicht so sehr, wie ich das wollte, aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das läuft. Ich würde die Calf Draw-Off eigentlich schon ganz gerne relativ zeitnah probieren. Mal sehen, vielleicht ist sie ja auch ganz angenehm. Kann ja genauso sein. So, gehen wir hier raus. Und wie gesagt, dann beende ich für heute. Ist jetzt doch wieder später geworden, als ich eigentlich wollte, aber noch nicht ganz so spät. Aber ist eigentlich auch irgendwo fair, weil wir haben schon eine Stunde Animal Crossing überzogen. Deswegen, sonst könnte ich angefallen machen. Achso, es würde natürlich genauso gehen, ne? Mach's natürlich erstmal solo. Ich meinte, ja, ich auch, ne? Aber ist halt die Frage, wie es läuft. Ich werde sie definitiv auch solo machen, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich sie solo packen werde. Mal sehen. Wie gesagt, vielleicht, wenn sie auch auf Singleplayer angepasst wird, dann könnte das schon funktionieren. Schau mal. So, jetzt lasse ich noch ein kleines bisschen für euch Musik laufen und wünsche euch dann eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön oder habt noch einen schönen Abend, falls ihr noch wach bleibt. Und habt einen guten Start in die neue Woche. Genießt sie so gut ihr könnt. Ich sag's mal so, so gut es möglich ist. Bleibt gesund, bleibt sicher und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.